Herzlich willkommen zum Sommerforum Medienkompetenz von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Wir wollen heute über Jugend und Medien sprechen. Ja, und diese Jugend, vielleicht denken Sie da, sind das die, die immer bei YouTube und bei Instagram rumhängen? Ja, genau, das sind die. Und ein Großteil von ihnen erstellt auch Inhalte dort selber. Und die Erwachsenen, wir, stehen dann häufig so ratlos davor und denken so, keine Ahnung, was eigentlich diese ganzen jungen Jungs und Mädels da vielleicht tun in diesem Internet und warum die so angehimmelt werden von Millionen von Menschen und was daran so unterhaltsam soll, erschließt sich vielleicht auch nicht unbedingt jedem. Man könnte sagen, vielleicht ist auch eigentlich alles wie immer. Die Alten verstehen die Jungen halt nicht mehr. Vielleicht ist es aber auch anders, gerade dadurch, dass sich Medien natürlich heute ganz anders verbreiten, Inhalte im Netz sich viel schneller verbreiten, dass natürlich auch da andere Gefahren lauern und auch eine andere Verantwortung. Denn die Frage ist schon, wie stark lassen sich denn Jugendliche eigentlich beeinflussen, auch von ihren Idolen im Netz, die aber auch eben dort Werbung machen, unter anderem für Produkte, aber auch für die Politik. Also über die Einflüsse von Medien auf Jugendliche, wie man Medien eigentlich beaufsichtigen kann, welche Verantwortung auch die Influencer selber tragen, welche Jugendschützer und Medienpädagogen. Darüber wollen wir heute sprechen, und zwar bei diesem Sommerforum Medienkompetenz unter dem Stichwort Tutorials, Halls und Insta-Stories, Jugend und Medien heute. Im Anschluss kommen wir dann zur Mediuspreisverleihung. Der Mediuspreis wird immer vergeben für innovative, wissenschaftliche und praxisorientierte Abschlussarbeiten im Medien- und Medienbildungsbereich. Und danach haben wir auch noch mal alle miteinander gemeinsam die Möglichkeit, ein bisschen zusammenzukommen, ein bisschen zu essen, ein bisschen zu trinken und den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Sie dürfen sich während der gesamten Veranstaltung sehr, sehr gerne beteiligen. Wir werden auch während der Diskussion Mikrofone haben. Wenn Sie also eine Frage, einen Einwurf oder Ähnliches haben, dann dürfen Sie also sehr gerne ein Handzeichen geben und sich dann auch einschalten in die Diskussion. Und wir haben auch einen Hashtag, der da heißt SOFO18. Also wenn Sie wollen, Twitter. Twittern Sie ganz fleißig, dann freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Wir kommen zunächst aber erst einmal zu Dr. Paul Eisewicht. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Dortmund, Chefredakteur auch von jugendszenen.com, und er ist auch Science Slammer. Und in dieser Rolle kommt er jetzt zunächst erstmal hier auf die Bühne mit einer historischen Perspektive auf die Jugend, der Geschichte eigentlich, warum die Jugend und die Medien schon immer verteufelt worden sind. Und sein Slam heißt Jugend und Medien, zwei ganz große Fehler. Bitteschön. Danke. Es ist natürlich schade, dass wir erst im Nachhinein trinken. Normalerweise habe ich vorher getrunken und das Publikum auch, aber wir gucken mal, was passiert. Ja, Jugend und Medien, es wurde schon angekündigt, eigentlich zwei Dinge, die schon eigentlich seit jeher als ganz, ganz schlimme Sache gesehen wurden. Das hat natürlich damit zu tun, dass man selber älter wird. Ich kenne das, ich bin an der Universität. Jedes Semester kommen da neue Jugendliche oder junge Menschen hin und ich denke mir, was sind das für Posten? So sind wir damals überhaupt nicht rumgelaufen. Und journalistisch oder wissenschaftlich, ja, formuliert, ein bisschen wissenschaftlicher formuliert als Posten, finden wir das immer in diesem Generationenbegriff, der sozusagen durch die Medien geistert. Da spricht man dann von der Generation Ego, der Generation Snowflake. Das finde ich auch ganz schön. Menschen halten sich sozusagen für individuelle Schneeflocken und sobald ein bisschen Hitze kommt, wie hier, schmelzen sie dahin. Ich schmelze auch, von daher gehöre ich wahrscheinlich schon zur Generation Snowflake immer noch dazu. Häufige Formulierung immer dieses Generation Me. Und dahinter versteckt sich eigentlich immer dasselbe. Die Jugend, diese Uhr ist falsch, aber ist egal. Irgendwann muss mich jemand stoppen. Also das heißt, die Jugend ist irgendwie faul, sie hält sich nicht mehr an die Werte der Eltern, sie ist beziehungsunfähig, sie ist arbeitsunfähig, sie ist eigentlich unmündig und es ist eigentlich eine ganz, ganz schlimme Idee, dass das Erwachsene werden sollen. Und das hat auch eigentlich immer ganz viel, gerade sozusagen bei den aktuellen Diagnosen, mit Medien zu tun. Das sehen wir bei diesem, das war ein ganz berühmter Time-Artikel, dieses Me-Me-Me-Generation, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, deswegen hat die Frau da irgendwie so ein altes iPhone in der Hand. Muss eben auch genau darum gehen, sozusagen, ne, es sind vor allen Dingen Narzissten, das wird immer sehr oft sozusagen zugeschrieben.
diese digitalen, diese neuen Medien führen dazu, dass die Leute sozusagen dumm werden. Manfred Spitzer ist da sozusagen so ein bisschen Dr. Bibber, der da eigentlich die ganze Zeit sagt, das ist einfach eine Katastrophe, wir werden asozial, wir werden vereinsamt, wir werden depressiv. Und daran sind natürlich irgendwie diese neuen Medien schuld. Und weil diese neuen Medien ganz oft in den Händen der jungen Menschen sind, ist das eigentlich sowas wie die Apokalypse. Früher hatten wir so ein bisschen Glück, so eine Buchpresse, die hatten wenig Jugendliche, die hatten meistens ältere Leute. Und in der Moderne fällt das auf einmal zusammen. Medien, die sozusagen schlimm sind, Jugendliche, die schlimm sind. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt hier noch stehen können. Das ist mal so ein schönes Zitat, was das irgendwie zeigt. Ne? Also in Amerika läuft das immer unter diesem Begriff der Millennials sozusagen. Das findet man auch ganz oft. Ich merke das manchmal, wenn ich in Wartezimmern bei Ärzten sitze. Dort, das ist einer der Orte, wo ich alte Menschen treffe. Und die stehen dann da, haben kein Telefon. Und dann sagen die dann, immer müssen Sie da so reingucken. Und dann fangen sie an, irgendwie zu reden, aber keiner hört ihnen zu. Das ist auch ein bisschen traurig. Aber so ungefähr finden wir das. Ne? Die sind die ganze Zeit am Snapchatten, alles ganz, ganz, ganz schlimm. iPhone-Zombies, dann gibt es dann irgendwie so, müssen wir Warnschilder aufstellen, wenn die durch die Stadt laufen und so weiter und so fort. Das Spannende ist, wenn man sich das anguckt, das ist in der Hinsicht eben gar nicht so neu. Das Rechte ist quasi ein Cover von, ich glaube, aus den 60er, 70er Jahren. Ist vielleicht bekannt, Tom Wolfe, der jetzt vor kurzem verstorben ist, hat da eben einen Artikel über die Me-Decade geschrieben. Also das heißt, man hat noch nicht mal eine besondere Idee dafür, ein neues Wort zu verwenden. Man sagt einfach immer, es geht irgendwie um mich. Mich, 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 mich. Und das ist irgendwie sozusagen die jugendliche Generation. Das müssen wir jetzt alles gar nicht lesen, aber nein, noch nicht. Das war nur so im Sinne von, das müssen wir alles gar nicht lesen. Aber jetzt können wir es vielleicht lesen. Nein, wir finden immer wieder sowas, zum Beispiel irgendwie die Deutsche Industrie- und Handelskammer, die sich dann immer beschwert, dass die Auszubildenden quasi einfach auch Pfostenidioten sind. Man weiß überhaupt nicht, die können nicht mal Hallo sagen, die geben nicht die Hand, die können irgendwie nichts. Und das Schöne ist, wenn man sich das anguckt, da habe ich so ein paar Sachen, ne, durch die Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, finden wir immer sozusagen dieselbe Diagnose. Genau. Da habe ich jetzt noch mal so ein paar Beispiele. Das finde ich ganz schön, das erkennt man vielleicht. Das ist auch vielleicht für die Kulturbürger, damit auch was Schönes dabei ist. Das ist ein Walzer. Man kennt das heute, hat man das Gefühl, es ist wahrscheinlich eine der gestellsten Veranstaltungen. Man sitzt so da und dann ist irgendwie so dieser Takt, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3 oder 6, 7, 8, Pi, Radius, irgendwas. Als der eingeführt wurde, 1815 in England, gab es einen schönen Text in einer Zeitung, wo gesagt wurde, das ist der Untergang des Abendlandes, weil man sieht, das sehen Sie auch auf den Bildern, wie eng die Körper verschlungen sind. Pure Erotik, Ekstase. Und das lässt man die Jugendlichen zu. Das gehört sich sozusagen für die Englischen, vor allem für die englischen Damen nicht, die sozusagen doch sonst immer eher auf Distanz gehen. Das kann man natürlich ganz gut vergleichen mit dem, wenn man heute sozusagen das mit Twerken vergleicht. Wir können auch mal eins weitergehen, da können wir das quasi live sehen. Hier haben wir sozusagen pure Erotik. Und noch eins weiter. Da haben wir eigentlich dasselbe, bloß mit ein bisschen weniger an. Aber wir sehen schon, wie wir alle irgendwie in Wallung kommen. Wenn wir so weitergehen, das finde ich auch, das ist ganz schön. Ich liebe das. Das ist ein Jüngling aus dem 19. Jahrhundert. In den letzten Phasen der Masturbationssucht liegt er da auf dieser Couch und ist kurz vor dem Tod. Ich bin ganz froh, dass das medizinisch anscheinend nicht so ist. Es würde hier, ich weiß nicht, wer hier sehr besonders erschöpft aussieht, aber es würde sonst wahrscheinlich uns allen schlecht gehen. Das ist natürlich auch was, was wir haben. Ne? Also ich finde das sehr spannend, weil heutzutage haben wir das Gefühl, so jetzt gibt's YouPorn, jetzt gibt's Pornhub, was auch immer. Wir können da irgendwie sozusagen allen Sex zu uns irgendwie aufs Smartphone auch endlich holen. Da müssen wir auch nicht mehr an den Computer oder im Otto-Katalog nach den Unterwäschemodels suchen oder irgendwie bei irgendwelchen Fernsehsendern irgendwas gucken, Galileo oder so, wo was Bildungsfernsehen mit Brüsten oder so. Aber auch die Jugendlichen sozusagen vor Zeiten des Internets haben das schon irgendwie hingekriegt, Dinge zu tun, die irgendwie alle anderen schlimm finden. Man kann dann immer weiter zurückgehen. Ja? Das finde ich eigentlich sehr spannend. Umso weiter zurück man geht, umso schwieriger wird es, die Zitate zu bestätigen. Es gibt, das ist, vielleicht kennen das Leute, es gibt so ein Zitat von Sokrates über die Jugend, die ist fürchterlich. Man kann das nicht nachweisen. Das ist vermutlich 1907 von jemandem erfunden worden, der quasi der Meinung war, er bräuchte quasi eine kredible Quelle. Auch das kennen wir heute aus dem Internet, ne? Wenn dann so Dinger gepostet werden, Einstein sagt, Snapchat ist scheiße. Das klingt irgendwie schöner, wenn Einstein das sagt.
Es gibt übrigens wirklich ein Zitat von Einstein, das, also was ihm zugeschrieben wird, was eben so ein Fake ist, ne, wo es darum geht, er hätte die Angst, wenn irgendwann die Technologie die soziale Interaktion überholt, dass wir in einer Welt voller Deppen leben. Und das tun dann immer alle viele und sagen, oh, Einstein, kluger Mensch. Hat er aber nicht gesagt, hat jemand anderes gesagt, der der Meinung ist, unter Einsteins Deckmantel funktioniert das besser. Also das heißt, machen wir weiter, das ist ein Bild. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Jetzt wieder 78 Minuten, ich weiß überhaupt gar nicht, wie viel Zeit ich habe. 5 Minuten, 7 Minuten oder so. 5 finde ich gut. Medienkritik. Das Ganze funktioniert natürlich auch sozusagen im Bereich der Medien, denn auch jede Medieninnovation, also so wie alle Jugendlichen immer schon fürchterlich waren, bis in die Antike hinein oder wahrscheinlich auch auf den Keilschriften. Das Erste, was die Leute gemacht haben, war natürlich zu sagen, wie viel Reis in so einer Karaffe drin ist. Und das Zweite, was sie gemacht haben, ist aufzuschreiben, wie scheiße die Jugend ist oder haben sich auch gegenseitig sozusagen bequäkelt. Da sieht man, das hat sich auch seit Schrift, sobald wir Schrift hatten, haben wir eigentlich das genutzt, um andere Leute niederzumachen und das quasi auch festzuhalten, damit die nämlich auch wissen, dass sie doof sind. Da habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, das finde ich auch ganz schön, dass sozusagen das, von 1790 dieses Zitat, dass dieser Zugang zu Romanen und zu diesen Romanzen, ja, die man da lesen kann, dass die im Endeffekt die Jugend vergiften. Man könnte doch so viel Schönes machen als Jugendlicher, das kennen wir heute auch. Man könnte sich doch irgendwie bilden, man könnte sich doch auf YouTube, könnte man sich doch mal kluge Sachen angucken, aber stattdessen guckt man sich irgendwie Katzen an und Leute, die stundenlang irgendwie einen Computer auspacken. Warum tun die das nicht? Das finden wir eben sozusagen auch, ne, bezogen aufs Kino und so weiter und so fort. Das geht sogar so weit zurück, das habe ich mir aufgeschrieben, damit ich das ordentlich sagen kann, wie das so ist, fällt einem zwischendrin was ein und dann muss man das vorlesen. Auf die Schriftkritik von Platon kennt man vielleicht. Also Platon hat, ihr wisst, wann der gelebt hat, sehr viel früher. Das müsste man schnell googeln oder sowas. Er hat über die Erfindung der Schrift geschrieben, in so einem fiktiven Dialog. Und dann lässt er sozusagen jemanden sagen, diese Kunst, also die Schrift, wird Vergessenheit schaffen in den Seelen derer, die sie erlernen. Und von Weisheit gibst du deinen Lehrling, ich muss, wie das, man sieht schon, ich bin doof genug, ich brauche Schrift, um das irgendwie zu wissen. Und von Weisheit gibst du deinen Lehrling einen Schein, nicht die Wahrheit. Also schon mit dem Einsetzen der Schrift setzt eigentlich diese Idee ein davon, dass Medien uns antisozial machen, dass Medien uns dumm machen. In der Antike eben, weil wir uns eben sozusagen nicht mehr unseres Gedächtnis bemühen. Man weiß ja, früher hatten die so Papyrusrollen, die mussten sie jedes Mal ausrollen, dann sind die kaputt gegangen. Also hat man sie nicht ausgerollt, also hat man sich das alles auswendig gemerkt. Bis sozusagen zum Buchdruck, wo man das halt nicht mehr machen musste und auf einmal war alles schlimm. Wir gucken mal weiter. Genau, das ist vielleicht noch auch was Interessantes, wenn wir uns diese Medienrevolution angucken, dann erscheint immer das, was übrig ist, als was Tolles. Also wir haben immer das Gefühl, dass sozusagen Bücher sind zum Beispiel eine klasse Sache, ne? Weil das Internet ist quasi was Fürchterliches, die Leute sollten doch mehr 50 Shades of Grey oder Praxis Dr. Bergmann oder sowas gucken, wo dann, das ist dann halt noch irgendwie schöner. Und wir lieben ja alle Buddhisten, deswegen habe ich auch noch was mitgebracht, und zwar ein buddhistisches Gedicht, das einfach heißt Don't Read Books. Also man soll einfach keine Bücher lesen. Noch ein zweiter, damit man weiß, warum eigentlich. Was sagen denn die klugen Buddhisten? Yang Wan Li hat das im 12. Jahrhundert geschrieben. Don't read books, don't chant poems. When you read books, your eyeballs wither away, leaving the bare sockets. Also im Endeffekt, einem fallen sozusagen irgendwie die Augen aus und man hat nichts davon. Er sagt dann auch noch weiter, wenn man die ganze Zeit ein Gedicht sagt, dann ist das irgendwie, dann ist das so wie Zirpen, alle plappern die ganze Zeit. Und es ist irgendwie auch sozusagen unangenehm. Und deswegen sollte man einfach sich ruhig an einen Fluss setzen, diesen Fluss begucken. Und wenn man dann vom Fluss gucken müde ist, legt man sich quasi wieder hin. Das ist natürlich so ein schönes Beispiel dafür, dass man immer betrachten muss, dass diese Medienkritik natürlich zeitbezogen, kulturbezogen ist. Und dass natürlich auch diese Aufwertung sozusagen des Buches irgendwie eigentlich eine spannende Sache ist. Also niemand, wenn ein Kleinkind sieht, was irgendwie seit 5 Stunden Kinderbücher anguckt, Thomas die Lokomotive oder so, kommt keiner und sagt, nehmt dieses Kind von diesen Büchern weg, das ist fürchterlich. Wenn das Kind aber genauso lange am Computer sitzt und Katzenvideos anguckt, da haben wir schon eher das Gefühl, das sollte mal bitte irgendwas anderes machen. Gucken wir weiter. Ich habe noch, oh, dann machen wir weiter, das interessiert niemanden. Das finde ich auch noch ganz schön sozusagen in Bezug auf die Selfie-Generation, ne? Also sozusagen diese ganzen adligen Leute, die sich da irgendwo hingestellt haben, stundenlang, um sich malen zu lassen. Das rechts finde ich ganz schön. Das lässt jeden quasi Foodporn alt aussehen. Das ist quasi der britische König, wie er eine Ananas bekommt von seinem Chefgärtner. Wir kennen das, wir fotografieren auch unser Essen. Hier waren wir auch sozusagen sehr begeistert von der Ananas. Man sieht die kaum, eine sehr kleine Ananas. Die waren mal eine Zeit lang so berühmt, die waren ungefähr so teuer wie ein Kleinwagen. Man hat die vermietet, also kein Mensch hat die Ananas gegessen, sondern deswegen, man kann die heute nicht so, sich noch als Schmuck an die Ohren hängen. Wir haben einfach die Ananas irgendwo hingestellt und gesagt, seht, ich habe eine Ananas, essen wir sie lieber nicht. Meistens war sie auch schon vergammelt. Machen wir weiter.
Ja gut, da sehen wir Katzenvideos, machen weiter, ich weiß nicht, was das soll. Machen wir weiter. So, das möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz zeigen. Das sind Doodles sozusagen von Mönchen, die wahrscheinlich auch nie gedacht haben, dass sich jemand das anguckt, was sie sozusagen machen, weil das ist natürlich auch ziemlicher Blödsinn. Also so ein Typ, der so eine Trompete in den Po eines Pferdes steckt, damit da lustige Töne rauskommen. Und das ist vielleicht auch das Interessante quasi an diesen neuen Medien, dass sie sozusagen Dinge sichtbar machen, die vielleicht vorher unsichtbar waren. Ich bin auch sehr froh, dass es aus meiner Jugendzeit keine Bilder gibt. Jetzt wollte ich eigentlich noch sagen, warum das so ist, aber wir haben keine Zeit, deswegen kommen wir vielleicht in der Diskussion darauf, was sozusagen vielleicht Erklärungen dafür sind, warum das so persistent ist, ja, und uns jedes Mal so aktuell vorkommt, wenn wir diese Medienkritik üben. Vielen Dank. Paul Eisewicht. Jetzt haben Sie den schon mal kennengelernt. Ich möchte Ihnen auch noch ein paar Menschen vorstellen. Und zwar heißen Sie Lisa und Lena, Sie heißen Bibis Beauty Palace, Sie heißen Julian Bam. Wir können mal so ein paar der Accounts da sehen. Die gehören also zu den erfolgreichsten YouTubern und auch Instagrammern in Deutschland. Oder man könnte auch anders sagen, Sie sind Influencer, also Ihnen folgen. Und auch da, ich habe mal so Pfeile ran gemacht, ja, an die Zahlen. Vielleicht kann man das auch ganz gut lesen. Also bis zu 13 Millionen Menschen folgen deren Accounts. Und ganz interessant ist auch, dass jeder Dritte von zumindest den jungen Followern auch ganz gerne von Beruf selber Influencer wäre. Und deshalb wird natürlich auch ganz fleißig geübt. Das heißt also, junge Menschen machen selber Videos, Fotos, stellen das ins Internet, werden also zu einem aktiven Konsumenten. Also man kann eigentlich gar nicht mehr sagen, dass so dieses alte Sender-Empfänger-Verständnis von Medien heute eigentlich noch so funktioniert. Und es geht dabei nicht nur, wie man vielleicht hier erstmal noch so vermuten könnte, so um Lifestyle oder vielleicht auch um Beauty oder Musik, Fußball natürlich auch, sondern es geht zum Teil auch um gesellschaftlich relevante Themen, Politik, Umweltschutz, solche Dinge. Und darum soll es jetzt auch in dieser Diskussion gehen. Also wie kann man jetzt eigentlich diese Balance finden zwischen diesen bösen, bösen Medien und eigentlich den guten Neuen, die wir irgendwie auch brauchen und haben? Und was haben die Jugendlichen eigentlich damit zu tun? Was haben die Medien damit zu tun? Müssen wir die beaufsichtigen? Welche Verantwortung tragen die Influencer vielleicht auch selber, wenn sie Inhalte ins Netz stellen? Welche tragen Jugendschützer und welche Medienpädagogen? Das also jetzt in der Diskussion Tutorials, Halls und Insta-Stories. Den ersten, der mitdiskutiert, den haben Sie eben schon kennengelernt. Das ist Paul Eisewicht und er hat uns eine These mitgebracht. Da lernen Sie ihn noch mal ein bisschen besser kennen aus wissenschaftlicher Perspektive. Die Digitalisierung und die zunehmende Dynamik sozialer Phänomene stellen uns alle ständig vor neue Herausforderungen, für die alte Patentlösungen zunehmend weniger greifen. Damit schwindet auch die Legitimität elterlicher Regulierung, wenn Jugendliche mehr Erfahrung und Vertrautheit mit dem Digitalen haben. Also die Jugendlichen haben eigentlich mehr Ahnung als ihre Eltern, könnte man kurz sagen, oder? Vielleicht. Ja, vielleicht, okay. Dann möchte ich begrüßen Mirella Pretschek. Einen großen Applaus bitte. Mirella ist eine dieser Influencerinnen. Sie macht lustige, unterhaltsame und durchaus auch informative Videos. Ihr Kanal heißt Mir relativ egal. 400.000 Menschen schauen dem zu. Auf Instagram sind es, glaube ich, noch mal knapp 200.000, die auch noch mal dazukommen. Und sie nutzt ihre Reichweite aber auch für wohltätige Zwecke. Sie engagiert sich unter anderem auch für Frauenrechte. Und damit Sie sie noch mal ein bisschen besser kennenlernen in ihrer Rolle als Influencerin, schauen wir mal einen kurzen Ausschnitt aus einem ihrer Videos. Instagram das jetzt alle nehmen. Das bin ich. Mich gibt's jetzt als GIF, GIF, GIS, GIFT, JWIF, KNIFF, GIFT, LIFT, QUIFT. Ja, und viele von euch haben mich auch in Insta-Stories von berühmten, also noch berühmteren Leuten als ich. Weiß nicht, es gibt nicht so viele, aber ein, zwei gibt's. Die haben mich auch als GIF verwendet. Ja, ich wollte einfach dieses Video raushauen, um einfach zu euch zu sagen, ja, ich bin sehr berühmt, aber ich bin auch noch die alte Mirella geblieben. Also jetzt bin ich halt die Mirella. Moment, das ist einfach ein super Move auch, den ich mir überlegt habe. Also, dass ich da drauf gekommen bin, ne? Also wir sind ganz froh, dass die alte Mirella immer noch bei uns ist. Und Mirella sagt, niemand weiß eigentlich wirklich, wie man richtig mit Social Media umgehen kann und wie man dadurch beeinflusst wird und was eigentlich auch die richtige Dosis ist. Also da werden wir bestimmt auch gleich nochmal hören. Einen großen Applaus bitte nochmal für Mirella. Und einen dritten Gast habe ich auch noch, Thomas Feibel. Er ist Journalist und Medienexperte und leitet das Büro für Kindermedien in Berlin. Auch ihm bitte einen großen Applaus. Die Gäste müssen sich wohlfühlen. Okay.
Und er sagt, wir müssen uns immer fragen, was bekommen Kinder und Jugendliche von digitalen Angeboten, das sie anderswo nicht bekommen und warum nicht. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie vielleicht dann genau dort bei YouTube oder bei Instagram sind. Da werden wir also auch gleich nochmal drüber sprechen. Für Sie gilt jetzt, nicht nur aufmerksam zuhören, sondern auch gerne aufmerksam mitmachen. Also wenn Sie einen Einwurf haben im Verlauf der Diskussion, dann dürfen Sie sich sehr gerne beteiligen. Ich würde gerne noch mal bei der Jugend starten, bei Paul Eisewicht. Was ist denn eigentlich diese heutige Jugend? Wir haben ja jetzt irgendwie in die Vergangenheit geguckt, was da die Jugend war. Wie sieht denn heute die Jugend aus, die Verdorbene? Fürchterliche Frage. weil sozusagen die Wissenschaft da auch immer mehr ins Schwimmen gerät. Also wenn man sich die Studien anguckt, ist schon allein die Frage, ob man das alterstechnisch festmachen kann. Ne? Also zeitlang hat man gedacht, das sind Teenager von 13 bis 19. Es gibt mittlerweile Studien, die gehen bis 35 hoch. Und man muss sich natürlich fragen, warum tun die das? Weil das sind ja Leute, die einen zumindest halbwegs als ausgewachsen erscheinen. Also mich würde das irgendwie betreffen. Ich bin da sozusagen an der Schwelle sozusagen zum Erwachsenenwerden. Und das hat immer noch... sozusagen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass diese Lebensphase Jugend sich immer weiter ausweitet und dass sozusagen damit genau das, dass man sagt, irgendwie später in den Beruf einsteigen, später eine Familie gründen, später irgendwie selbstständig sozusagen sein Geld verdienen können, ohne auf die Eltern angewiesen zu sein und so weiter und so fort. Das heißt, man hat einerseits sozusagen diese Expansionsbewegung und auf der anderen Seite ist es so, dass an die Jugendlichen auch immer mehr schon Anforderungen herangetragen werden, die eigentlich Erwachsene kennzeichnen. Also es wird sozusagen schon gefordert, in der Schule eigentlich zu wissen, auf welchen Beruf man hin sich spezialisiert. Bei der Studienwahl zwischen irgendwie gefühlt wahrscheinlich 42.322 Bachelor- und Masterstudiengängen schon genau zu wissen, worauf man sich spezialisiert, mit Praktikas das anzufüttern, womit man natürlich sieht, dass diese Jugend auch unter Stress gerät. Und da sozusagen zwischen diesen Spannungen löst sich das quasi auf, sodass dieser Generationenbegriff eigentlich kaum noch tragfähig ist, weil der Punkt ist, was ist sozusagen die Gemeinsamkeit eines Jugendlichen, der mit 16 abgeht, eine Ausbildung macht, anfängt zu arbeiten, mit 20 irgendwie eine Familie gründet, im Vergleich zu dem Langzeitstudenten, der mit 33 in Slawistik oder so gerade irgendwie an seiner Masterarbeit rumhängt und irgendwie so die Hälfte der Woche Party macht. Und das ist eigentlich genau dieser Punkt, wo auch die Wissenschaftler eigentlich momentan an dem Punkt sind, wo sie eigentlich selber diese Frage stellen, was ist eigentlich die Jugend, wenn sie sozusagen nicht nur das Biologische ist, wenn es da auch um psychosoziale Entwicklungssachen geht, wenn es auch um kulturelle Sachen geht und vor allen Dingen darum, in diese Rollen des Bürgers, des Familienvaters, der Mutter sozusagen reinzuwachsen, wo sie vielleicht gar nicht mehr hinkommen. Jugendlichkeit unterstellt ja auch so eine gewisse Art von Unmündigkeit, was natürlich irgendwie schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, und auch das wurde ja schon angesprochen, Jugendliche oder junge Erwachsene, wenn wir jetzt die Jugend vielleicht auch ausdehnen wollen, haben häufig mehr Ahnung als ihre Eltern. Kann man dann also irgendwie nicht sagen, vielleicht sind heute sogar, zumindest in Bezug auf Medien, dann junge Menschen, Jugendliche, die kompetenteren und die eigentlich ihren Eltern was beibringen? Ich glaube schon, aber man muss das genau unterscheiden, was ist Medienkompetenz und was ist eine Technikkompetenz. Also wenn ich etwas beherrsche, ist das absolut bewundernswert, was Kinder und Jugendliche heute machen. Das hätten wir wahrscheinlich in dem Alter auch gemacht, aber wo wir heute nur mit offenem Mund staunen können. Aber sie können nicht abschätzen, welche Folgen das hat. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und da müssen meiner Meinung nach dann doch irgendwelche Erwachsenen da sein, die sagen, wenn du das machst, dann passiert das. Denn sonst passiert ja sowas wie... Was weiß ich, aus einem Streich wird schnell Cybermobbing. Cybermobbing wird immer so dargestellt, als hätte man es mit sadistischen Jugendlichen zu tun. Ganz oft ist es aber, jetzt mal von einem Opfer abgesehen, und das ist immer eine schlimme Sache, ist es meistens doch nur ein Streich, bei dem gar nichts gedacht wurde, der sich dann verselbstständigt. Und meistens leiden noch die drunter, die selber das für die Ursache gesorgt haben und weil sie gar nicht damit gerechnet haben, welche Dynamik das entwickelt. Und das zeigt einfach so, da sind wir gefragt. Das ist das, was wir können. Wir können sagen... Die Erwachsenen sind was, ja, genau. Was, also ich bin zwar auch, ich bin ja 10 Jahre alt, gefangen im Körper dieses alten Mannes, aber schon in dem Fall würde ich mir schon den Erwachsenenhut aufziehen, weil ich möchte, dass es Kindern gut geht. Gibt es denn für Kinder und Jugendliche andere Motivationen, Medien, speziell soziale Medien zu nutzen, als es dann für vielleicht die älteren Gefangenen im jungen, die Jungen im gefangenen älteren Körper bedeutet? Naja, man muss noch mal kurz überlegen, was ist eigentlich passiert. Das Internet ist das erste Medium, das so gut ist wie wir als Gesellschaft. Und jeder kann mitmachen. Jeder, also wenn jetzt jemand einen Film dreht, kann ich jetzt nicht sagen, da spiele ich jetzt mit. Und beim Internet kann ich immer mit einsteigen, ich kann das selber machen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es YouTube-Stars gibt oder warum die angehimmelt werden, weil das sind, jetzt spreche ich von mir als Kind, das ist einer von uns.
Das ist niemand, der irgendwo entdeckt worden ist und wo irgendwie ein Produzent, ein Agent gesagt hat, wir müssen dich in so eine Fernsehsendung unterbringen, sondern der hat sich irgendwo mal in sein Zimmer gesetzt und gesagt, ich mache das jetzt. Und irgendwann waren es 400.000 oder 12 Millionen und das würde ich auch gern schaffen, weil ich habe dazu die Möglichkeit, kann das. Ich habe eine Kamera, ich habe ein Handy, ich habe Internet. Warum soll ich das nicht machen? Wenn dann dabei sowas rauskommt, wie was ich neulich gesehen habe, wo ein 7-Jähriger und ein 4-Jähriger zusammen eine Challenge machen, wo sie Salz, Öl und Pfeffer zusammenrühren und der 4-Jährige muss es dann trinken, dann haben wir, glaube ich, da so eine Grenze erreicht, wo wieder die Erwachsenen gefragt sind. Mirella, warum hast du dich denn entschieden, also auch auf YouTube selber mitzumischen? Also war das so eine Motivation, wie sie vielleicht eben Thomas Peibel beschrieben hat, oder steckt da doch was anderes hinter? Also ich habe vor 5 Jahren ja angefangen und da war das noch nicht so ein Ding, dass YouTuber wirklich so ein Beruf war und deswegen habe ich das einfach aus purer Leidenschaft gemacht. Also ich habe sehr viele YouTube-Videos geguckt und mir irgendwann gedacht, ja, das kannst du ja auch. Und ich wollte eigentlich immer Moderatorin bei Punkt 12 werden. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es eine ganz gute Idee. Gibt es den Wunsch heute noch? Ich bin ganz froh mit dem, was ich so mache. Dachte ich mir, vielleicht ist es ganz gut, ein bisschen eben sprechen zu üben, vor der Kamera irgendwie das zu üben. Und dann habe ich den YouTube-Kanal erstellt und nach ein paar Monaten, Jahren ist es dann eben immer mehr gewachsen und jetzt ist es eben mein Vollzeitberuf und quasi Hobby, Leidenschaft hat sich eben in den Beruf entwickelt und ja, ich hatte einfach irgendwie was zu sagen und wollte das in die Welt tragen und das hat sich auch sehr verändert. Ich habe irgendwie mit Schminktutorials angefangen, weil ich tatsächlich nicht wusste, dass man als Frau irgendwas anderes auf YouTube machen kann. Das war es. Wusste ich nicht und dann irgendwann haben die Leute gesagt, du bist ja auch ganz lustig und dann habe ich gesagt, nee, ich kann nicht auf Kommando lustig sein und mittlerweile läuft das ganz gut und ich beschäftige mich auch viel mehr mit Themen wie Feminismus, Sexismus und es ist einfach toll, dass ich da jetzt so eine Reichweite habe und auch so viele Leute mir ihr Gehör schenken und ich auch das Gefühl habe, dass ich wirklich ein bisschen was bewegen kann, auch wenn es vielleicht nur bei einem oder zwei sind, aber das motiviert mich auf jeden Fall jeden Tag. Ich würde auch sagen, soziale Medien sind ja eigentlich auch perfekt dafür geeignet, sich selber irgendwie zu inszenieren, sich darzustellen und auch zu gucken, mal so auszutesten, wie wirke ich eigentlich, wie komme ich eigentlich an, selbst wenn es erstmal nur mit dem Schminktutorial ist. Ist es dann nicht vielleicht sogar im Prozess des Erwachsenenwerdens ein super Medium, weil man sich so ausprobieren und austesten kann? Ich streue das einfach mal in die Runde. Ich würde vielleicht nochmal das kurz aufnehmen mit dem Cybermobbing. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht Erwachsene sozusagen auch machen und es nur anders abläuft. Ne? Also auch, also gerade was so diese digitalen Kompetenzen angehen, wenn dann quasi Bräute enttäuscht sind sozusagen von ihren Hochzeitsfotos und daraufhin quasi Fotografen im Internet quasi so weit runter machen, dass die ihren Laden zumachen müssen. Also das war jetzt quasi aktuell gerade ein Klagefall. Da bin ich mir auch immer nicht sicher, inwiefern Erwachsene sozusagen da die Kompetenz haben, sich selbst zu stoppen. Gut, es ist dann halt nicht mehr der Schulhof. Oder ihre Kinder oder wie auch immer. Genau, oder natürlich, also in Sorge um die Kinder sozusagen, tut man ja sowieso sozusagen viele Grausamkeiten, wo man sich natürlich, also wo ich mich frage, ob das nicht eine bestimmte Zuschreibung ist. Also es gibt auch Jugendsoziologen, fand ich ganz schön, vor kurzem auf einer Tagung, die dann gesagt haben, wenn man sich das anguckt, dann sind eigentlich auch die Erwachsenen gar nicht, also die haben das gar nicht geschafft, diese Loslösung vom Elternhaushalt. Ne? Die telefonieren immer noch mit ihren Eltern und besuchen die und feiern bei den Weihnachten und so. Bloß es kommt halt niemand mehr hin und sagt, du bist aber noch nicht erwachsen. Während wir sozusagen von den Jugendlichen das natürlich erstmal fordern, dass sie sozusagen, ja, diese guten Menschen sind, die wir gerne sozusagen werden. Ja? Wir haben es halt verhauen. Wir müssen jetzt irgendwie dann gucken, dass die Jugend das quasi hinkriegt. Machen. Genau. Und natürlich macht das, also das Beispiel mit dem Salz und Öl finde ich ganz nett, weil ich glaube, das wird halt sichtbar. Ne? Das ist halt früher irgendwie in Hinterhöfen passiert und auf einmal ist es da. Und da sieht man, glaube ich, diese im Sinne von, das ist eine tolle Plattform zum Üben. Man kann da Dinge probieren, aber es ist natürlich eben auch riskant. Und das ist, glaube ich, die spannende Frage dann zu sagen, wo ist da eigentlich der Moment, wo irgendjemand intervenieren muss. Die Frage ist dann wiederum, müssen das Erwachsene sein oder wer kann das sonst sein? Aber ist es dann vielleicht nicht genau so, also gerade dadurch, dass also das auch öffentlich stattfindet, dass auch die verpasste Chance vielleicht, wo die Eltern eingegriffen haben, dass man auch das eben dann sieht, dass man eben sagen kann, okay, wir wissen jetzt auch, wo die Fehler vielleicht liegen, wo vielleicht angesetzt werden muss, zum einen in der Arbeit, vielleicht auch in der Schule, weil man eben öffentlich wird, was können Eltern leisten, was können die von zu Hause machen und was eben nicht. Es ist ja, also jeder braucht ja nur ins Internet gehen und sieht eigentlich irgendwie, was Kinder und Jugendliche zu Hause tun.
vor ihren Rechnern, mit ihren Smartphones, was auch immer. Ja, ich glaube, wir müssen die Kinder zur Eigenverantwortlichkeit erziehen und jetzt nicht immer sagen, was sie wann, wo, wie zu reagieren haben. Und ich glaube, man muss sich noch mal was angucken. Also es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ich mit 20 irgendwie meinen eigenen YouTube-Channel mache oder mit 12 mich da ausprobiere. Und da muss man, glaube ich, auch noch mal gucken. Also gerade Mädchen zum Beispiel, die 12, 13 sind, wenn man die auf Instagram sieht, dann denkt man immer so, das ist jetzt eine 20-Jährige, ist das ein Model? Warum sieht die so gut aus? Wer ist denn das jetzt? Und das verstehen viele Erwachsene nicht, warum die das machen. Und wenn man dann Erwachsene fragt, warum machen die das, dann sagen die, ja, die wollen Anerkennung, die wollen Likes, die wollen irgendwie sich ausprobieren. Und dann kann ich sagen, machen Sie mal folgenden Test, ganz kurz. Schließen Sie mal für einen ganz kurzen Moment die Augen. Bitte. Und stellen Sie sich jetzt ganz kurz vor, wie Sie mit 12, 13 Jahren ausgesehen haben. Sie dürfen die Augen wieder aufmachen. Möchten Sie dahin zurück? Ja? Und ich glaube, dann begreift man erst, dann fühlt man auch richtig, was ist da eigentlich los? Und dann versteht man auch so ein bisschen die Motivation. Und das finde ich wichtig, weil als ich ein Kind war und in Laden ging, vielleicht kennen Sie das auch noch, als Kind kommt man ja nie dran, weil man ist ja ein Kind. Und das passiert in dem Internet nicht. Als ich 13 war, wollte ich meiner Mutter was bei Douglas kaufen und habe mich nicht getraut, diese Verkäuferin anzusprechen, stand da irgendwie dumm rum. Und nach einer Viertelstunde hat sich dann eine erbarmt und zu mir gesagt, kann ich dir helfen? Du suchst sicher eine Pickelcreme. Ja? Und das passiert in dem Internet nicht. Das Internet ist da, was sowas betrifft, safe. Ja? Und deswegen probiert man sich da aus. Natürlich, was dann eben an Reaktionen kommt und so weiter, das sind wieder andere Gefahren. Aber ich finde, man muss immer verstehen, warum man das macht. Und da habe ich das Gefühl, ich bin jetzt auch gleich zu Ende, dass viele Erwachsene denken, ey, ich weiß gar nicht, was die Kinder und Jugendlichen da machen, weil ich bin ja mit 30 auf die Welt gekommen. Ich habe ja nicht genau dieselben Ängste und Gedanken gehabt. Ich war nie 10, 11, 12 und habe nicht gewusst, was wird aus mir. Und so ist es ja nicht. Ich hätte da auch ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Familie. Ich habe zwei Neffen, einer davon ist 12. Und natürlich, die Tante macht YouTube-Videos super cool, alle in der Klasse finden das super cool. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich super cool für den bin. Aber dann ist natürlich auch die Frage, wie geht man dann mit sowas um wie, ich mache auch einen YouTube-Kanal, kannst du mich dann pushen? Kannst du das dann liken? Ich möchte auch ganz viele Likes, ich möchte viele Follower. Und im ersten Moment ist es dann natürlich so, okay, eigentlich bin ich total nah dran an der Zielgruppe, aber da bin auch ich irgendwie überfragt, weil ich mir denke, was sage ich jetzt diesem Kind? Ich liebe dieses Kind sehr und ich möchte nur das Beste. Aber was ist jetzt das Beste? Pushe ich den? Sage ich den, ja, ich mache dich ganz groß, damit dein Traum in Erfüllung geht? Und da habe ich dann mit meiner Schwester drüber geredet, weil er dann eben auch ein YouTube-Video hochgeladen hat und er hat mir das dann geschickt. Und es ist eigentlich nur er, sein Bruder und eine Nachbarin, die irgendwie die Straße entlang fahren und mit dem Roller fahren und keine Ahnung. Aber man sieht halt im Hintergrund das Straßenschild. Und das fällt mir natürlich sofort auf, weil ich auf sowas halt auch sehr achte. Und meinem Neffen ist das nicht aufgefallen, weil der halt, weiß ich nicht, der fand das Video halt cool und das Rollerfahren. Und dann habe ich das meiner Schwester gesagt und halt auch das Gespräch mit meinem Neffen gesucht. Und ich denke, das ist halt auch einfach das Wichtige. Ich glaube, keiner von uns, ich spreche jetzt auch von mir, als ob ich irgendwie schon 50 wäre oder so, aber es ist, glaube ich, niemand erwartet von uns, dass wir alles wissen und genau wissen, wie man damit umgeht, wie das funktioniert, wo die Grenze ist, was ich erlauben kann, was verboten ist. Sondern ich glaube, es geht einfach darum, wirklich das Gespräch zu suchen, die Kommunikation, sich dafür wirklich zu interessieren und halt nicht von einem Standpunkt zu reden, der vielleicht ein bisschen, also auf Augenhöhe sich mit den Kindern wirklich zu bewegen und wirklich die zu fragen und es wirklich versuchen zu verstehen, was machen die da, warum finden die das so toll, vielleicht finde ich das total kacke, aber sich einfach versuchen hineinzuversetzen und ich denke, dann kann man auch viel mehr verstehen, wo da diese Bedürfnisse herkommen und wie man diese vielleicht stillen kann, wie man irgendwie unterstützend sein kann, aber auch gleichzeitig Grenzen aufzeigen kann, weil es ist nicht einfach. Diese Grenzen muss man, glaube ich, jeden Tag aufs Neue suchen und setzen und finden. Aber ich glaube, es ist einfach super, super wichtig, sich da auszutauschen, denn keiner von uns hat irgendwie das Gesetzbuch für Social Media vor sich liegen, wo man nachlesen kann, was jetzt richtig und was falsch ist. Und das ist ein Weg, den wir einfach gemeinsam irgendwie beschreiten müssen.
Inwiefern könnte das denn eine Lösung sein, wenn wir also bei dieser Augenhöhe sind und auf diese Dinge achten, wie kann ich jetzt erkennen, wo das Kind eigentlich lebt, weil das Straßenschild im Hintergrund oder so zu sehen ist, nicht zu verbieten, du darfst jetzt kein Instagram oder du darfst kein YouTube machen, sondern zu sagen, okay, du machst das, aber vielleicht zeigst du mir vorher das Video noch, bevor du es hochlädst. Wäre das eine Lösung? Auf jeden Fall. Ich finde, besser kann man es gar nicht sagen, wie es eben gesagt worden ist. Und auch dieses Beispiel, wenn man dann in Konflikt kommt, kannst du das pushen. Ich kenne das ja auch, ich schreibe Kinder- und Jugendbücher und sage den Schülern immer, wenn ihr auch schreibt, schickt mir was. Aber, und dann sage ich, aber ich werde ganz ehrlich meine Meinung sagen, was ich natürlich nicht tue, sondern also ein bisschen abgedämpft. Ja? Aber trotzdem, dass ich versuche, trotzdem zu sagen, wo ich denke, wo sind die Fehler und wo geht es weiter. Und das ist, glaube ich, das Augenhöhe-Ding, wo ich erstmal sage, das und das ist sehr gut gelungen. Aber denk doch mal darüber nach und darüber nach. Und ich glaube, so ähnlich ist es da auch. Und das ist eben dieses Augenhöhe-Ding. Und meine jüngste Tochter geht hier in Berlin auf eine Schule, die heißt Evangelische Schule Berlin Zentrum. Da haben Schüler drei Fächer, die es nicht überall gibt. Eins heißt Lernbüro, das heißt, man kann sich morgens entscheiden, mache ich Mathe, Deutsch oder Englisch. Bei meiner Tochter hat das dazu geführt, dass sie, als sie ganz neu an der Schule war, sagte, ich habe in Mathe, bin mit Mathe fertig, ich habe eine 2 nach 3 Monaten. Und wir so, was? Super, und was ist mit Deutsch und Englisch? Und sie so, oh, also im nächsten Jahr musste sie das anders machen. Ja? Dann gibt es ein Fach, das heißt Verantwortung, das heißt, die müssen 7., 8., 9. Klasse irgendwo arbeiten. Und dann gibt es noch ein Fach, das heißt, also kein Fach, sondern ein Projekt, das heißt Herausforderung, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Da fahren Schüler 3 Wochen weg, selbst geplant, mit einem festen Budget. Und diese Schüler kommen, müssen mit dem Problem immer selber fertig werden. Es reist noch ein Student mit, der macht aber nichts, was im Wort Student schon drin ist. Sondern der ist nur da, um die Eltern zu beruhigen. Ja? Und diese Kinder kommen völlig verändert zurück. Und jetzt ist meine Tochter in der 12. Klasse. Veränderte Positiven oder im Negativen? Das interessiert wahrscheinlich die Eltern. Also es kommt jetzt darauf an. Also sie sind viel selbstbewusster, was ich vom Kind aus gesehen super finde, die Erziehungsarbeit aber nicht leichter macht. Ja, und jetzt ist es so, dass sie uns gerade erklärt hat, warum sie gute Noten hat, wo ich immer denke, ich muss doch einen Vaterschaftstest machen. Aber sie sagt, wir haben in dieser Schule gelernt, uns selbst zu organisieren und deswegen, die macht genauso, wie wir es eben schon gehört haben, macht Party und macht alles Mögliche, aber sie hat gelernt, Prioritäten zu setzen und sie weiß, sie muss sich einen Zeitplan machen und wir mischen uns da gar nicht ein. Wir können in Ruhe YouTube gucken. Wenn man jetzt mal, also bei diesen Schulfächern vielleicht auch bleibt, da gibt es ja auch immer so tolle Überlegungen, also zum Beispiel Medienkompetenzfächer einzuführen, eben auch, um also Kinder und Jugendliche zu befähigen, dass sie also sich kompetent in diesem Internet vor allen Dingen bewegen und mit moderner Technologie. Vielleicht die Frage, Paul Eisewicht, was ist denn überhaupt dieses Medienkompetent? Also was soll das überhaupt heißen und kann man das im Unterricht vermitteln? Ich kriege die schwierigen Fragen. Ne? ja, gibt es auch eine riesige Diskussion drum, ne, was man an Kompetenz, also ich glaube, das eine ist, Kompetenz ist nicht das Allheilmittel. Das hat die Gesellschaft irgendwann mal erfunden und der Meinung, wenn wir kompetente Menschen rausschicken, dann können die mit allen Problemen umgehen. Das heißt es natürlich nicht, weil Risiken bleiben bestehen und ich greife dann am Ende noch was auf. Aber was ich ganz schön, ein schönes Kompetenzmodell finde, ist jetzt nicht zu sagen, da gibt es dann Leute, die sagen, Methoden, Sozialkompetenz, da kann man 1 Million Kompetenzen erfinden, das ist eigentlich recht albern. Man kann es eigentlich auf 3 Sachen runterbrechen und sagen, es geht um Wissensbestände, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also man muss sozusagen irgendwie wissen, wie kann man damit umgehen, worauf muss man achten, wenn es um die eigenen Daten geht, die eigene Persönlichkeit, wie kann man die schützen. Das zweite, und das ist das, was früher hat man das Bildung genannt oder Wissen oder sowas und haben gedacht, wir brauchen jetzt Kompetenz, weil da gibt es noch mehr dazu. Das zweite, und das ist eigentlich das Schwierigste, das ist eigentlich so eine motivationale Komponente. Also Kompetenz heißt nicht nur, das Wissen zu haben, sondern auch motiviert sein, darauf zu achten. Und ich glaube, da sehe ich manchmal ein Problem, wenn man zum Beispiel sagt, die Kinder sollen mir jedes Video zeigen. Das ist nicht auf Augenhöhe. Die Kinder kotzen, wenn die jedes Video zeigen müssen, weil die natürlich, also genau die Freiräume suchen sie ja. Also die Nachfolgegeneration von mir hat es ja geschafft, dorthin zu gehen, wo keine Eltern sind, während unsere Eltern auf Facebook uns gefolgt sind. Machen sie auch immer noch. Sie suchen sich da die Plattform, wo die Eltern... Die Eltern kommen jetzt, glaube ich, auch auf Snapchat. Das heißt, das ist wahrscheinlich dann der Tod von Snapchat demnächst, wenn die Eltern danach rücken. Das heißt, das, was wir in der Geschichte der Jugend auch sehen, ist natürlich dieses auch, diesen Regulierungsrahmen zu entkommen, ja? Und dann natürlich eigene Fehler zu machen. Und jetzt ist auch die Sache wieder, die Kompetenz schützt eigentlich davor, dass man Fehler macht, dass man sozusagen ein Video macht, was
scheiße aussieht und dann sagen einem andere, dass das so ist. Das bleibt vielleicht aber auch auffindbar im Netz. Also genau, natürlich, aber das ist halt die Sache. Also deswegen ist ja ist sozusagen ne, die Wissensbestände dann die Motivation, also motiviert zu sein, darauf zu achten. Und das Dritte ist natürlich eine Form von der sozusagen der Berechtigung, also den Kindern auch ein Gefühl zu geben, was sie dürfen und was sie sozusagen, wo sie ihr Recht einfordern in einer bestimmten Art und Weise. Vielleicht durchaus auch darauf hinzuweisen, wenn man wo zu sehen ist und dort nicht mehr zu sehen sein möchte. Ja? Und ich glaube, dass da sozusagen, was Medienkompetenz angeht, viele Kinder sozusagen Eltern manchmal voraus sind, weil die Eltern haben diesen einen Facebook-Kanal, wo sie mit ihren Verwandten, ihren Berufskollegen und ihren Freunden sind und dann tun sie so ein Foto von so einer Ackerwiese mit ihrer Katze posten und das sieht dann auch die ganze Kollegenschaft sozusagen von ihnen, wo Jugendliche sozusagen dann mit Zweit-Accounts, Dritt-Accounts arbeiten, wo sie zum Beispiel diese geschützten Räume haben, wo sie Dinge ausprobieren, ja, und dann gucken, wenn sie vielleicht da motiviert dadurch, die Eltern auszuschließen. Vielleicht auch dadurch, das ist vielleicht auch ein Antrieb davor, denen wegzulaufen. Ich würde es aber gar nicht Medienkompetenz nennen wollen, weil ich finde, inzwischen ist der Begriff total verwässert, weil jeder versteht was anderes drunter und Medienkompetenz haben wir schon vor 20 Jahren gesagt und jetzt gibt es inzwischen Whiteboards und alles Mögliche und ich bin eher dafür, dass man von, also weil es einfach deutlicher ist, vielleicht eher von Lesefähigkeit spricht, weil man dann nämlich auch akzeptiert, dass verschiedene Medien auch im Internet verschiedene Lesefähigkeit bedürfen. Zum Beispiel ist ja das Internet das erste Medium, das ich mit einem neuen Gefühl begegne, nämlich dem Misstrauen. Stimmt das auch? Stimmt das alles, was bei Wikipedia steht, oder stimmt das nicht? Ist das jetzt ein Artikel oder ist es vielleicht doch ein eine verkappte Werbung, die ich nicht mitkriege? Dann soziale Netzwerke, dann gibt es, was weiß ich, jetzt gibt es Alexa. Ja? Also da muss ich ja auch immer wissen, hey, die reagiert ja immer, wenn ich ihren Namen sage, aber damit sie darauf reagiert, muss sie ja eigentlich die ganze Zeit zuhören. Oder wenn ich bei Facebook bin, dann sagen ja viele Erwachsene auch, das kann man ja gar nicht alles lesen, aber man liest ja auch nicht die ganze Zeit und man liest es ja interessensorientiert. Ich glaube, wenn man da mal von Lesefähigkeit ausgeht, auch im Sinne von Deuten, dann kämen wir vielleicht der Sache näher. Ob das allerdings die Schule alleine schafft, weiß ich gar nicht. Darum würde ich immer gerne Bibliotheken damit ins Spiel holen, weil Bibliotheken werden heute leider in der Bildungsdiskussion immer unterschätzt und vergessen, aber das sind die, die heute viel schneller sind als Schule. Da gibt es Tablets, da gibt es WLAN, sie können sich E-Books ausleihen. Es gibt da Projekte, die von der Regierung mitfinanziert werden, wo Kinder eigene Filme machen, eigene Comics machen, wo man genau das, was wir nämlich gerade reden, verantwortungsvoll damit lernt, umzugehen und zu wissen, was macht man da. Weil wenn ich ein Foto mache oder ein Comic oder ein Fotoroman mache und dann dabei rede, was geht mit Fotos, was geht nicht, kommt das ganz anders an, als wenn jemand sich in die Schule stellt und sagt, wir müssen mal über Fotos reden. Mirella, wenn du sagst, ja, ich habe da dieses Schild gesehen in diesem Video nochmal von deinem Neffen, dann zeigt das ja auch, also du hast durchaus Kompetenz gelernt oder auch eine Lesefähigkeit. Also du hast auf jeden Fall mit YouTube gelernt, vernünftig mit Medien umzugehen. So will ich es vielleicht einfach mal nennen. Würdest du sagen, das wäre auch ohne den YouTube-Kanal in der Form möglich gewesen? Oder ist es schon das, was dir diesen Wissensvorsprung gegeben hat, zu sagen, heute bin ich da super kompetent eben auf diesem Gebiet? Ich denke schon, dass das mir noch mal viel mehr Wissen beigebracht hat, einfach weil ich auch viel mehr so hinter die Kulissen blicken kann. Also sowas wie Algorithmen. Wie funktioniert das? So ganz weiß man das ja auch nicht. Aber zum Beispiel, dass ich das steuern kann, was mir Facebook anzeigt. Wenn ich immer nur auf das Katzenvideo klicke, dann werden mir auch immer nur Katzenvideos gezeigt. Und wenn ich nur auf Fake News draufklicke, dann ist das ein Klick wert und das verbreitet sich wieder weiter. Und klar, das habe ich auf jeden Fall dadurch gelernt, dass ich einfach fast tagtäglich mich damit beschäftige. Und natürlich kriegt man dann auch so Sachen mit wie geleakte Identitäten und solche Sachen. Also da muss man schon wirklich aufpassen. Aber nichtsdestotrotz würde ich nicht sagen, dass ich alles weiß. Und es ist und bleibt jeden Tag irgendwie ein schwieriges Thema. Und es sind immer wieder neue Herausforderungen, neue Plattformen kommen dazu mit neuen Features und aber man merkt auch, dass einfach viel mehr in die Richtung auch wieder passiert. Also zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, die Kennzeichnungspflicht auf Instagram, auf YouTube. Vor ein paar Jahren konnte da jeder quasi machen, was er will. Jetzt hat man sich sehr gut darauf geeinigt, dass alles als Werbung gekennzeichnet wird. Das sind alles Sachen, die halt einfach erst passiert sind dadurch, dass es, man konnte das nicht voraussehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Das ist alles passiert und dann müssen die gewissen Schritte eingeleitet werden und so wird das, glaube ich, auch die nächsten Jahre immer weitergehen. Aber heißt das nicht eigentlich auch, dass hands-on dann trotzdem irgendwie doch am besten ist? Also zu sagen, so, ich
gucke jetzt eben, wie Facebook reagiert, wie YouTube reagiert, wenn ich dies und das und jenes mache. Also sowohl auf der algorithmischen Seite zum Beispiel, als auch eben auf der Community-Seite, als dann so die Hände über dem Kopf zu schlagen und zu sagen, warum ist mein Kind in der Medien-AG in der Schule? Also lieber zu sagen, nee, die sollen sich ruhig mal mit diesen neuen Medien auseinandersetzen. Herr Eisewicht. Ich hänge noch an der Selbstverantwortlichkeit, weil ich versuche es nur zuzuspitzen. Ich glaube, dass genau das ist, was wir sehen, dass im Zuge dieser narzisstischen Jugend, von der man immer spricht, quasi auch ein Desinteresse an Selbstverantwortlichkeit da ist. Und das ist natürlich dann sehr schwierig, das zu vermitteln. Das ist genau der Grund. Ist die Jugend so narzisstisch? Ja, ist sie. Generell darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Nein, das Schöne daran ist, also es gibt quasi Studien, genau diese Sache, ne? Also dass man immer wieder dieser Jugend vorwirft, narzisstisch zu sein, das hat damit zu tun, dass das eine Entwicklung, also das ist sozusagen ein entwicklungspsychologischer Narzissmus, der irgendwann sich wieder abbaut. Ja, und deswegen also wiederholt sich das. Die Jugend war schon immer narzisstisch. Genau, und die Leute, die älter werden, sind nicht mehr narzisstisch und sagen, warum sind die eigentlich so narzisstisch? Warum achten die nicht auf sozusagen solche Dinge und warum tun die das einfach? Warum sind die so Hans Kuck in die Luft mäßig? Aber das ist sozusagen, ich würde das nochmal unterstreichen, das ist ein Stück weit sozusagen dieser Eigenwert, also wenn man sagen will, das ist das, was Jugendlichkeit auch ausmacht, also dieses nicht an die Konsequenzen denken. So, und jetzt bei dem Hands-on, ich würde sagen, ja, natürlich, ne? Aber damit geht natürlich immer dann eben dieses Risiko einher, dass man eben genau nicht darauf achtet, ne? Dass man dann irgendwie ein Shitstorm oder Mobbing oder was auch immer über einen einbricht. Jetzt würde ich sagen, bei den meisten Leuten ist das ja so, dass das passiert, während die sehr wenige Follower haben. Ja? Dann ist das sozusagen in einem kleinen Raum, wo das dann begrenzt ist, typischerweise. Aber auch das kann man nicht verhindern. Aber das ist so dieser Punkt mit dieser Selbstverantwortlichkeit. Ich glaube, diese Ignoranz dafür ist sozusagen ein Teil dessen. Und das muss man, wenn man dann das Hands-on quasi bewirbt, auch natürlich bedenken, dass das nicht mitunter ankommt. Aber ist es auch nicht schade, dass dann gleich der Zeigefinger kommt, oh, die Gefahr des Shitstorms lauert, anstatt zum Beispiel auch zu sagen, das Internet bietet bestimmte Schutzräume, um mich auszutauschen, weil ich vielleicht ein Problem habe, vielleicht mich in irgendeiner Form in der Schule zum Beispiel nicht zugehörig fühle, dort finde ich vielleicht im Internet den Austausch, den ich sonst nicht gehabt hätte. Das ist ja sicherlich auch die andere Seite der Medaille. Also wie kann man das vielleicht gewichten, ohne gleich zu sagen, aber der Shitstorm. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich diese Hands-on-Nummer schon sehr gut finde, weil ich habe mal vor ein paar Jahren den Professor Röll interviewt und der hat mal gesagt, an seiner Uni macht er das so, dass er erstmal mit seinen Studenten erstmal Fotos fälscht, weil wer einmal ein gefälschtes Foto gesehen hat, der glaubt kein Bild mehr. Oder im Internet. Und das finde ich ein sehr guter Ansatz. Also wenn man mit Kindern was programmiert, wenn man mit ihnen zeigt, wie man einen Film dreht. Und da passiert auch dauernd Mist. Man irrt sich dauernd, man muss nochmal zurück, man hat einen Fehler gemacht und so weiter. Das ist so mühsam. Aber danach gucke ich mir die anderen Sachen anders an. Ich lerne praktisch hinter das Konstrukt zu gucken. Und deswegen finde ich das schon ein wichtiger Ansatz. Ob das dann jetzt gleich der große, da gibt es ja auch diese Negativbeispiele, wo irgendjemand ein blödes Video macht und das wird dann zum Internet-Hit, weil er sich zum Horst gemacht hat. Ja? Und das ist aber jetzt ein 12-Jähriger aus England, der übergewichtig ist und sich von oben bis unten mit Nutella eingeschmiert hat. Das möchte man doch eigentlich nicht, oder? Kann man was dagegen für tun? Für ihn. Ja, erziehen. Den 12-Jährigen oder die anderen? Den 12-Jährigen, also gar nicht erst auf so eine Idee zu kommen. Deswegen, es bleibt nicht immer, also wenn es besonders peinlich ist, dann hat es auch eben ein bestimmtes Tempo und das hat man nicht mehr unter Kontrolle. Und dann kann man nur noch sagen, das habe ich absichtlich so gemacht. Ja. Dann habe ich aber von Paul Eisewicht mitgenommen, die Jugend ist kopflos, das geht gar nicht. Man kann denen nicht sagen, macht das nicht, machen sie trotzdem, weil das gehört zur Jugend irgendwie dazu. Also ist es dann vielleicht nicht umgekehrt der schlauere Weg zu sagen, ich versuche eher den Jugendlichen zu befähigen, zu sagen, hey, wenn du das siehst, dass jemand das getan hat, hau nicht noch drauf oder teil das nicht noch extra, mach es nicht größer, als es ist. Und das, glaube ich, gilt ja nicht nur für Jugendliche, es gilt ja für die Erwachsenen eigentlich ganz genauso. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass alle Jugendlichen kopflos sind und ich glaube aber auch nicht, dass alle jetzt selbstregulativ sind. Ich glaube, natürlich gehört diese verwirrte Zeit, also man weiß ja nicht, man ist nicht Fisch und nicht Fleisch, man weiß nicht, wo geht's hin, werde ich mal einen tollen Beruf haben, werde ich jemanden mal treffen. Jetzt habe ich leider den Faden verloren.
Wo waren wir? Wir waren eigentlich bei dem, soll man die befähigen, nicht draufzuhauen, nicht jeden Mist zu teilen, von dem man vielleicht erstmal denkt, ist witzig, aber ist vielleicht nicht so witzig. Ja, jetzt bin ich raus, sorry. Aber ich habe gesehen, Mirella hat so mit dem Kopf die ganze Zeit gewackelt. Also ich habe mir auf jeden Fall auch gedacht, direkt bei der Frage, wie würde man denn ein Fach Medienkompetenz gestalten, war direkt so, das muss sehr praxisorientiert sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da viel mit irgendwelchen Grafiken und Rechnungen oder was weiß ich anfangen kann, sondern vielleicht macht man als Klassenprojekt, man macht mal ein YouTube-Video zusammen, man guckt, was will man sagen, was ist die Message, wie setze ich das um, und dann hat man vielleicht auch nicht das Bedürfnis, irgendwie was zu machen, was dann vielleicht doch nicht so durchdacht ist, weil man halt, bei YouTube ist es ja so, broadcast yourself, man ist oft der Einzige, der da drauf guckt, und dann erreicht das eventuell die große Masse und man hat das vielleicht gar nicht so durchdacht. Und wenn man das vielleicht als gemeinsames Projekt macht und da mehr als nur zwei Augen draufschauen, kann man vielleicht sowas umgehen und einfach die Kinder, die Jugendlichen wirklich das mal ausprobieren zu lassen und auch mal vielleicht gegen eine Wand laufen lassen. Aber da ist jemand da, der irgendwie sagt, woran ist das denn jetzt gescheitert? Warum war das jetzt vielleicht nicht so cool, das zu sagen? Ach, guck mal, da im Hintergrund, da steht übrigens dein Nachname auf dem Heft drauf. Vielleicht ist das irgendwie eine Art, die, glaube ich, auch spaßig wäre und aber auch natürlich auch lehrreich. Es ist ja auch ansonsten für Eltern, für Schule auch immer eine Herausforderung, Jugendliche laufen zu lassen und zu sagen, so, wir sind jetzt auf Klassenfahrt, ich interessiere mich für euch nach 22 Uhr nicht mehr. Ist das nicht dasselbe auch mit dem Internet? Ich war eigentlich an einem anderen Punkt. Dann stelle ich die Frage vielleicht mal andersrum. Also ist das nicht immer die Herausforderung, also für die, die weiter sind, die anderen trotzdem eben ihre Fehler machen zu lassen? Jetzt hätte ich was dazu. Okay. Das war, glaube ich, der Punkt. Also die Frage ist, ob wir in dem Bereich sozusagen, also wer ist weiter? Also sind die Eltern weiter? Ne? Also wenn man halt sagt irgendwie, das ist das, was ich mit dieser These meinte, ne? Also man sagt irgendwie, das Kind soll nicht so viel am Handy sein, man ist selber aber die ganze Zeit am Handy, dann wirkt das natürlich unglaubhaft, wenn man das dem Kind vermittelt. Und eben der Punkt ist, wenn man dann irgendwie sagt, ne, sei nicht so viel auf Facebook, das Kind ist auf einer ganz anderen App und hat das Gefühl so, nee, okay. Das, und damit schwindet natürlich diese Legitimation dieses Eingriffes. Deswegen ist natürlich dieses Lese- oder man könnte ja Lese- und Schreibkompetenz sagen, weil man ja auch sozusagen da drin was tut, auf beiden Seiten notwendig. Also sozusagen, es funktioniert dann gut natürlich, wenn bei deinen Neffen ist das sozusagen gut, du hast eine gewisse Kompetenz, du bist denen ein Stück weit voraus. Das kannst du demonstrieren, deswegen ist natürlich glaubhaft, was du für Tipps gibst. Ne? Das ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie meinem Cousin sage, wie das funktioniert, ich habe 10 Follower auf ResearchGate oder sowas, das ist ein ganz schlechtes Beispiel. Und dann bin ich natürlich auch inkompetent da drin, wenn ich sage, du, pass mal auf. Ne? Dann sagt er, ja, was weißt du denn eigentlich davon? Aber trotzdem hast du die Kompetenz, dass du sagen kannst, vielleicht den Straßenschild sollte man nicht ins Video bringen. Also das ist ja dann auch... Ehrlich gesagt, nee. Ich denke, ich würde da Straßenschilder und sonst was und... Ich würde genau diese Fehler machen. Und man sieht das natürlich, also man macht die ja selber auch. Ne? Man postet irgendwas oder ich sehe auch bei meinen Verwandten, Freunden, Kollegen oder so, dass die manchmal Dinge posten, wo ich denke, um Gottes Willen, tut es lieber nicht. Aber sie tun es halt irgendwie auch. Und von daher glaube ich, dass auch diese, wir können diese, du hast es so schön gesagt, dieses gegen die Wand laufen lassen. Ne? Wir laufen, also in der Sicht laufen Erwachsene wie Kinder da beständig gegen die Wand. Und natürlich im schlimmsten Fall kann das sehr dramatisch sein. Aber ich habe das Gefühl, manchmal gehört das eben dazu. Also man darf das jetzt auch nicht dämonisieren, dass das mal schlecht ist, wenn man mal einen Shitstorm, also ich habe das Gefühl... Vielleicht hat man den dann nicht so schnell nochmal. Ja, genau. Aber es ist auch ganz okay. Also ich habe das Gefühl, gerade auch so Unternehmen oder auch durch die Medien hat man immer so eine Hypersensibilität dafür. Oh Gott, ein Shitstorm. Ja? Ich werde nie wieder in meinem Leben irgendwas tun können. Ganz oft, weil es so viele Shitstorms gibt, kleine, größere Tornados, kleine Kackehaufen, große, riesige Durchfallhaufen und sowas. Das ist ja auch sozusagen sehr viel. Das ist eine hohe Durchlauf. Geschwindigkeit, so, die natürlich dann eben auch hilft, dass sowas mitunter auch vergessen wird, typischerweise. Natürlich gibt es die dramatischen Geschichten, die wir irgendwie alle im Kopf haben, sozusagen, die sehr schlimm ausgegangen sind, aber zwischendrin würde ich sagen, genau das gehört eben dazu. Auch das ist das in diesen Freiräumen. Wie das für Lehrer auf Klassenfahrt ist, weiß ich nicht. Da bin ich froh, ich bin kein Lehrer, Gott sei Dank. Vielleicht kann ich das ergänzen, weil ich finde, da müssen wir uns auch als Erwachsene auch mal ein bisschen entkrampfen, weil Fehler dürfen passieren.
Ja? Dinge müssen schief gehen. Kinder machen Fehler, das ist so. Und es muss jetzt nicht gleich der große Alarm sein in der Shitstorm, es kann ja auch was Kleines sein, aber wir denken immer so, oh, das darf auf keinen Fall sein. Aber hey, wir haben als Kinder alle Mist gebaut und nur aus diesen Fehlern haben wir ja gelernt. Und wir, ich weiß nicht, warum die ältere Generation immer denkt, es muss alles funktionieren. Vielleicht noch so ein Beispiel. Medien immer der Teufel waren schon. Ja, also das beste Beispiel ist, drei Jugendliche sitzen auf dem Sofa, keiner redet, alle gucken ihr Smartphone und alle sagen, warum können die nicht miteinander reden? Hallo, die reden miteinander. Es sind nur noch 10 andere dabei. Also das sind einfach so Sachen, die muss man mal sehen und verstehen. Und dann weiß man auch, das ist vielleicht gar nicht alles so teuflisch, wie das gesehen wird. Vielleicht kommen auch da die Influencer wieder ins Spiel, die da vielleicht auch noch mal eine Verantwortung haben. Weil da wurde ja schon angesprochen, ne, du hast da vielleicht eine ganz besondere Kompetenz, weil du eben weißt, wie diese Medien funktionieren, speziell jetzt vielleicht auch Instagram und YouTube. Du kannst also kompetente Tipps an den Neffen oder wen auch immer weitergeben. Ist dir diese Verantwortung auch bewusst, also dass du da vielleicht auch mit einem Beispiel vorangehst oder vielleicht auch Wissen weitergibst, explizit auch zu diesen Themen, um also junge Menschen, das werden wahrscheinlich auch deine Follower sein, weiterzugeben? Auf jeden Fall bin ich mir der Verantwortung bewusst. Ich glaube, ab einer... Ja, also das, man kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, wie viele Leute das eigentlich sind, die einem da zugucken. Und natürlich hört man dann, ich persönlich jetzt meistens in positiven Beispielen, dass ich irgendjemanden positiv beeinflusst habe, dass er mal anders über ein Thema gedacht hat und dass ich ihm irgendwie geholfen habe, vielleicht in einer schweren Zeit oder wie auch immer. Und jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ich wollte gerade was ganz Tolles sagen. Schuld. Der Faden ist hier irgendwo... Kompetenz, richtig. Und ich persönlich habe eine Zielgruppe, die eher ich ist, würde ich sagen. Also es sind 75% Frauen zwischen 20 und 30, also so in meinem Alter. Und die haben natürlich schon so eine gewisse Kompetenz, vielleicht nicht so ausgearbeitet wie ich, aber ich habe jetzt nicht so die ganz jungen Leute. Aber natürlich gehe ich mit meinem Inhalt, mit meinem Content und meinen Aussagen, versuche ich natürlich mit einem guten Beispiel voranzugehen und eben nicht irgendwelche komischen Pranks zu machen, die ich persönlich nicht witzig finde oder irgendwelche sexistischen Kommentare zu machen, sondern halt einfach mit gutem Beispiel voranzugehen. Und das ist all das, was ich eigentlich auch machen kann, weil letztendlich kann ich mich auch nicht verstellen, sondern versuche das auch in meinem privaten Leben umzusetzen und das irgendwie so zu teilen. Du hast vorhin auch schon Geschlechterklischees angesprochen, also dass du eigentlich auch mal mit Schminktutorials angefangen hast, das irgendwann immer weiter gelassen hast, weil du gemerkt hast, hey, ich kann eigentlich doch mehr als eigentlich nur das und ich dachte, das ist das, was Frauen halt auf YouTube machen. Trotzdem ist ja schon die Realität, dass sehr viele Frauen tatsächlich so Beauty-Geschichten machen, die Männer sehr viel so in diesem Gaming-Bereich oder auch bei diesen Pranks. Also schon noch sehr, ein sehr klassisches Rollenmodell, ein sehr klassisches Geschlechterbild. Werden da nicht letztlich auch wieder für Jugendliche, junge Menschen total unrealistische Vorstellungen, also heraufbeschworen, wie also jemand eben zu sein hat, der, weiß ich nicht, 17, 18, 19, 20 ist und Frau oder eben Mann? Also ich denke, zum einen ist es an sich nichts Schlimmes, wenn man eine Frau ist und auf YouTube Schminkvideos macht. Also ich denke, man kann genauso emanzipiert sein und irgendwie Schminkguru sein. Nur ich persönlich, ich habe das nicht gelernt und ich kann mich ein bisschen schminken, aber das war's. Deswegen ist das einfach nicht meine persönliche... das ist nicht das, was ich bin und was ich nach außen tragen möchte. Aber an sich ist es natürlich schon verbreitet. Gamer-Girls gibt es nicht so oft. Das ist irgendwie... eher weniger, aber vielleicht liegt es auch daran, einfach wie viele von uns aufgewachsen sind, also einfach durch unser soziales Umfeld, dass Jungs halt vielleicht eher eine Playstation zu Weihnachten bekommen haben und ich mir vielleicht eher, weiß ich nicht, eine Barbie gewünscht habe. Aber ist nicht YouTube dann sowas, was das eben also auch genau noch verstärkt, weil man da auch nochmal, also man kriegt zu Hause eh schon die Playstation geschenkt, dann geht man auf YouTube und sieht also auch nochmal, die Jungs, die sind immer die mit der Playstation, sind immer die mit den Games und die Mädchen sind immer die mit der Schminke. Ich glaube nicht, also ich glaube, YouTube ist einfach so, da gibt es alles. Auf YouTube gibt es wirklich alles, die kleinsten, komischsten Nischen, Leute, die irgendwelche Spielzeuge auspacken, die Ü-Eier sammeln, Leute, die Fußball spielen. Also ich finde, das ist das Schöne an YouTube, dass man wirklich das Gefühl hat, ich glaube, jeder findet irgendjemanden auf YouTube, irgendeinen Creator, wo er sagt, mit dem kann ich mich total identifizieren oder ich verstehe, warum er so denkt oder warum er das macht. Und
das sind manchmal nur ganz kleine Kanäle und nur Nischenkanäle, aber ich glaube, alles hat so seinen Platz und deswegen ist es ein ganz gutes Spiegelbild irgendwie der Gesellschaft. Mhm. Also und um das aufzunehmen, ich glaube, deswegen, das hat ja schlimm, irgendwo in der Luft irgendwas verloren. Nein, also ich glaube, deswegen ist auch wichtig, dass man das nicht von sozusagen dieser Offline-Welt trennen kann, ne? Dass man immer sagt, das wird ja sehr oft geredet, so dieses, man sieht das in den Medien, ne? Die Filterbubbles oder so, das war jetzt gerade bei der Wahl in den USA, vermutlich wird es auf uns auch zukommen, sozusagen, dass die Medien da irgendwas tun würden. Ich glaube, ein Geisteswissenschaftler hat das mal schön formuliert und gesagt, die größte Filterbubble ist in unserem Kopf. Also das heißt, wenn man natürlich auf YouTube bestimmte Videos sucht, dann ist das ein Stück weit schon sozialisatorisch durch das Umfeld vorentschieden, was man sucht, ob das eher in Richtung Hypermaskulinität geht oder ob das eher was Emanzipatorisches, Queeres ist. Und da ist ja das Schöne, dass da all die Dinge da sind. Ne? Also man darf dann auch nicht vielleicht diesen Begriff Influencern auf den Leim gehen. Jetzt ist gerade Fußball-WM, da sehen wir Fußballspieler und keiner sozusagen fängt dort an zu rufen und sagt, lauter Kinder werden jetzt mit den unrealistischen Vorstellungen eines Fußballstars groß. Und das passiert natürlich auch. DFB-Nachwuchszentren, Scouts, die irgendwo Dreijährige für die Nationalmannschaft rekrutieren wollen oder so. Da haben wir natürlich auch solche Dinge. Das sind sozusagen einfach, und ich glaube auch Kinder und Jugendliche haben eine hohe Kompetenz, schon das zu sehen, also quasi zu sehen, dass das ein Bild, ein Abbild, also sozusagen nicht nur ein Spiegel, sondern sozusagen auch eine Verzerrung da drin ist, eine mediale. Das ist auch eine Verstärkung. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, also ich interessiere mich eh für, bleiben wir bei der Schminke, und ich gebe das jetzt bei YouTube beispielsweise ein, dann bekomme ich, weil der Algorithmus ja schon so funktioniert, in den Vorschau-Videos, auch danach kommt immer wieder genau dasselbe angezeigt. Also ich komme ja gar nicht dazu, vielleicht doch nochmal auf etwas anderes zu stoßen, über das ich noch nicht nachgedacht habe, weil ich immer dachte, auf YouTube, da machen doch die Frauen eine Schminke. Also wenn ich jetzt im Lexikon unter Schminke gucke, erwarte ich jetzt auch nichts anderes. Also das würde ich so sehen. Und das andere ist, warum macht man Schminke als Mädchen? Und das würde mich auch beunruhigen, wenn Jungs jetzt Schminktipps geben würden. Aber warum machen Mädchen das und warum Jungs mit Computerspielen? Ganz einfach, weil da ist die Hürde am niedrigsten. Entschuldigung, da kennt man sich eben aus. Ja? Und deswegen, es fängt doch damit an, dass ich im Internet das Wort Schminke eingebe. Es fängt mit mir an, was ich suche. Und nicht dann, was dann alles auf mich kommt und mich dann prägt. Außerdem ist es, glaube ich, mit Fernsehen und anderen Dingen auch nicht anders, wo ja auch ganz viele Klischees herrschen. Oder muss ich ja nochmal die Honore Männerwelt angucken, wie die sich aufregt, wenn eine Frau ein Fußballspiel moderiert. Ja, dann wissen wir einfach, wo wir 2018 stehen. Vielleicht, ich würde nur sagen, man muss wahrscheinlich da zwischen diesem Mediendiskurs und dann sozusagen aber auch der Realität der Jugendlichen oder Menschen unterscheiden. Also natürlich, Medien arbeiten mit Aufmerksamkeit und die wird natürlich sozusagen durch Polarisierungen sehr stark. Also das funktioniert natürlich sehr gut, aber deswegen würde ich sagen, das ist auch diese Lesekompetenz sozusagen, die Übertreibung in diesen Zuschreibungen zu sehen. Das andere ist, und das finde ich jetzt eigentlich sehr, also ich möchte mal weg davon, dass sozusagen Jungs sich nicht schminken würden, gerade bei Jugendlichen sieht man ja in dieser Vielfalt der Szenen, ne? Also früher hatten wir irgendwie einfach diese Jugendlichen, deswegen konnten wir das Generation nennen. Heute gibt es irgendwie Hip-Hopper, dann gibt es aber Gothics sozusagen, wo die sich schminken. Leute, die K-Pop oder Visual Key, die irgendwie also nicht nur amerikanische, sondern japanische, afrikanische, was auch immer, Dinge aufnehmen, Trends aufnehmen, danach Innovationen suchen, die ihnen vielleicht Anerkennung in ihrem Umfeld geben. Da geht es noch nicht mal darum, berühmt damit zu werden, sondern was zu haben, was, also sozusagen selten hatten Jugendliche so eine Auswahl an Vielfalt von Darstellungsmöglichkeiten und können sich darunter entscheiden, dass es dann sozusagen insgesamt sich dann wieder doch auf typische Dinge einspielt, hat einfach damit zu tun, dass wir halt eben sozial orientiert sind. Ja? Und keiner möchte quasi so individuell sein, dass alle nur denken, um Gottes Willen, der Mensch gehört in eine psychiatrische Einrichtung oder so, weil das ist uns zu individuell. Sondern es geht ja immer um dieses Zugehörigkeit quasi zu Gruppen zu finden. Und da würde ich sagen, da gibt's, da gibt es einfach wirklich wunderschöne Fetischnischen, so Menschen, die in Ballons krabbeln oder so, die haben wahrscheinlich ihr Leben lang gedacht, sie sind die einzigen Irren auf der Welt und auf einmal stellen sie fest, nein, da gibt es andere und mit denen können sie sich darüber austauschen, welcher Ballon besonders gut ist, damit da ein 100 Kilogramm haariger Mann reinkrabbeln kann. Und das finden die toll. Und wie gesagt, vorher haben die wahrscheinlich gedacht, sie sind die einzigen Bekloppten. Und auf einmal stellen sie fest, nein, die anderen sind auch bekloppt. Und schon kriegt man mit, das ist so eine Vergemeinschaftung, die da stattfindet. Das ist eigentlich eine ganz schöne Chance. Und es ist vielleicht wiederum auch ganz gut, dass das nicht so viele sind, dass wir nicht alle in Ballons quasi, oder ich weiß nicht, ob jemand einen dabei hat. Den können wir dann später mal probieren. Aber das finde ich eigentlich ganz tröstlich da drin. Und wie gesagt, man sieht das natürlich nicht, weil das nicht die meisten sind. Aber wenn das so ist, dass die Jugendkultur zersplittert ist und ganz viele Möglichkeiten da sind, ist es genau darin auch oft eine Überforderung, dass man dann zum Beispiel gar nicht weiß, man fragt jemanden in der 12., 13. Klasse, und was willst du studieren?
Ja, dann, also das ist einfach dadurch, dass... Der Influencer sagt dann jeder Dritte. Nein, aber dadurch, dass... Ja, genau, das ist nämlich einfach. Ja, also weil das könnte ich ja tatsächlich ohne Hürde, ich muss da nicht studieren, ich kann es einfach machen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, diese Ratlosigkeit, nicht einfach machen, Entschuldigung. Ich wollte es jetzt nicht runterspielen. Aber es ist auf jeden Fall, es fällt nach meiner Beobachtung, Leuten, die mit der Schule fertig sind, viel schwerer, ist wahrscheinlich schon immer schwer gewesen, aber jetzt, wo alles möglich ist, also wo wirklich alles möglich ist und alles auch in dieser Spannbreite zu sehen ist, dann ist das auch so ein bisschen erschlagen. Dann ist es ein bisschen komisch, wenn man sagt, ich möchte jetzt eine Ausbildung bei der Sparkasse machen. Bleiben wir doch mal bei diesem Einfachmachen. Mhm. Wie einfach ist es denn wirklich? Also, weil jeder Dritte will angeblich Influencer werden. Wie sieht dann so der Alltag eines Influencers aus? Was braucht man dafür? Besondere Fähigkeiten? Wie wird man das? Wie wird man dann am besten auch noch so erfolgreich wie du? Okay, jetzt kommt das Einmaleins. Also einfach machen kann man es, aber ob man damit seine Miete bezahlen kann, ob man das als Karriere machen kann, das ist halt eine andere Sache. Also ich wollte früher, bevor ich Punkt 12 Moderatorin werden wollte, wollte ich immer Britney Spears werden. Und dann bin ich immer zum Gesangsunterricht, zum Tanzunterricht. Mittlerweile habe ich auch ein Musikvideo gemacht, also ich bin dem schon sehr nahe gekommen, meine Haare sind aber alle noch dran. Deswegen glaube ich, ist alles ganz gut gegangen. Aber ich finde es ganz normal, dass man als Kind irgendwelche Vorstellungen hat. Nehmen wir den Klassiker Astronaut irgendwie, ja, zum Mond fliegen. Das sind einfach Idealvorstellungen, die halt mit der Realität oft nicht so viel zu tun haben. Aber sie lassen einen ja irgendwie sich weiterentwickeln und an Sachen arbeiten, dass man vielleicht irgendwann mal zu diesem Traum kommt und vielleicht wird man dann irgendwann erwachsen und merkt, geht doch nicht. Aber ich glaube, es ist gar nicht so, ich kann das total nachvollziehen. Ich meine, ich wüsste auch nicht, was ich machen würde, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. Ich habe ein Studium, ich habe BWL studiert, wie so jeder Zweite gefühlt, weil ich auch nicht wusste, was ich sonst machen soll. Ich bin nach der Schule ins Ausland gegangen, weil ich auch nicht wusste, was ich so wirklich machen soll. Aber letztendlich glaube ich, ich weiß immer noch nicht genau, was ich in 5 Jahren machen werde. Ich weiß, dass ich jetzt... Das ist aber vielleicht auch ein Zeitphänomen. Ja, also ich glaube auch, man sieht es immer wieder, wenn ich irgendwie von Freunden höre, so nach 3 Jahren wechseln die vielleicht den Arbeitgeber und gehen vielleicht in eine andere Branche. Und es ist nicht mehr dieses klassische, ich fange in einem Unternehmen an und bleibe dann 30 Jahre dort und arbeite mich eine klassische Karriereleiter hoch, sondern es gibt diese These, dass es eben so verschiedene Blätter sind, zu denen man springt und wo man irgendwie sich neu ausprobieren kann. Und das ist sehr überfordernd. Also ich fühle mich da auch ganz oft, weiß ich nicht genau, wo geht's hin, was ist das Richtige. Man will irgendwie nicht versagen, man hat Angst vorm Scheitern. Aber das gehört alles dazu. Und alle Dinge, die ich bis jetzt gemacht habe, nicht alles lief gut. Ich hatte auch schon meine Shitstorms, ich habe Videos gemacht, wo ich mir denke, warum hast du die gemacht? Aber alles hat irgendwie mich hierher gebracht zu dem Punkt, wo ich jetzt bin. Und es wird noch viel passieren, was nicht so gut läuft. Aber wie sieht dann so ein Alltag aus? Also wie kann ich mir quasi den Beruf Influencer vorstellen? Wie ist so dein, hast du einen 9-to-5-Job? Also sitzt du auch am Schreibtisch und schreibst dann, weiß ich nicht, vor, wie das nächste Video aussehen soll? Ja. Wie viel, weiß ich nicht, musst du telefonieren und langweilige E-Mails schreiben wegen irgendwelchen Kooperationen? Also wie kann man sich das vorstellen? Okay, also Montag. Nein, also ich habe, es ist bei mir nicht so wirklich geregelt, weil ich auch nur Videos mache, wenn ich wirklich was zu sagen habe. Also ich habe mir vorgenommen, nicht mehr nur so Lückenfüller zu machen, sondern ich will gute Videos machen, wenn ich irgendwas zu sagen habe oder irgendwas Lustiges zu erzählen habe. Deswegen, wenn ich eine Idee habe, dann ist es unterschiedlich. Manchmal mache ich ein komplettes Skript. Das Musikvideo habe ich irgendwie 2 Wochen zum Beispiel geplant. Das ist dann sehr zeitintensiv. Ich glaube, das ist vergleichbar mit anderen Designjobs, mit Filmemachern, mit Autoren. Ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben. Da saß ich viel am Schreibtisch natürlich. Es ist eine Selbstständigkeit. Das heißt, man weiß nie genau, was so kommt. Manchmal komme ich nach Berlin und spreche auf einem Panel. Andere Tage sitze ich nur zu Hause auf der Couch und weiß nicht, wohin mit mir. Das gehört alles so dazu. Also es ist kein 9-to-5-Job, obwohl ich versuche, zum Beispiel mir Wochenenden freizuhalten, damit es ein bisschen geregelter alles auf jeden Fall ist. Mhm. Paul, was hältst du denn eigentlich von diesem Begriff Influencer oder von diesem Beruf Influencer? Das klingt ja so ganz magisch nach Beeinflussung. Da ist diese Person im Internet und die veröffentlicht dann was und dann rennen der alle Jugendlichen hinterher. Ist es so einfach? Darf ich an was anderes anschließen? Erst die schwierige Frage wieder. Influencer, ja. Ein kompliziertes Wort.
Entschuldigung. Man muss natürlich gucken, das ist eine Benennung sozusagen, ne? Muss man sich überlegen, gab es das nicht natürlich immer schon irgendwie? Hat man das früher Vorbilder genannt? Ne? Wie gesagt, heute sagt man Bildung, früher hat man Kompetenzen gesagt. Aber ist Vorbild nicht was anderes als sozusagen der Beeinflusser? Also auch schon der Beeinflusser Rhetorik? Steht im Wort. Ich würde sagen, jetzt im Sinne von den modernen Medientheorien, derjenige, der es sendet, entscheidet ja nicht, was damit passiert. Ich kann das halt sehen und kann sagen, ich gucke mir das, also die Hälfte der Abonnenten können das gucken, weil sie sie attraktiv finden oder das lustig finden oder sonst was. Die müssen ja jetzt nicht unbedingt der Meinung sein, dass sie dem nachgehen sollen, sondern das ist irgendwie, das gibt ihnen eine Form von Erlebnis, Unterhaltung, vielleicht auch was für ihre Identität, vielleicht auch was sie nicht werden wollen oder was sie genau werden wollen. Das heißt, das ist ja sehr vielfältig sozusagen. Wir wissen das ja manchmal gar nicht, was die Leute mit dem tun. Und ich glaube auch gerade sozusagen in diesem Begriff ist natürlich immer schon so eine Kritik irgendwie drin. Ne? Also wir werden beeinflusst, so ein bisschen wie Psychotechnik. So. Da sitzt einer, macht irgendwie so Zock und auf einmal laufe ich in den DM und kaufe da irgendwie Bibis Mascara oder ich weiß nicht, was sie da verkauft, Lippenstift. Ich hoffe, wenn ich vielleicht Duschgel für mich oder so wäre auch ganz schön. Schönes Duschgel. Da steckt dann in dem Begriff, glaube ich, semantisch sehr viel drin, was wir immer mit Werbung verbinden, wo wir immer dann so ein Gefühl haben von, oh, gefährlich. Ja? Wo wir dann immer sagen, Sex, da ist immer Sex und Frauen und sonst was in der Werbung und die finden wir ähnlich schlimm. Und in diesem Influencer-Begriff habe ich das Gefühl, kommt das drin vor. Aber erstmal würde ich sagen, ist es ein Medienangebot, was genutzt wird, was gerade, es ist ja nicht, also du kommst mir ja nicht ins Haus geflogen. Es ist ja nicht so, dass ich früh aufwache und auf einmal steht sie vor mir und sagt, willst du nicht diesen Mascara kaufen? Sondern ich bete sie ja herein, indem ich quasi sage, ich möchte das gucken. Und das sieht man ja, dass die Leute schon auch... Aber kann ein Jugendlicher dann wirklich unterscheiden, okay, ist das das, was ich wirklich will? Oder will ich das, weil das eben die coole Mirella ist oder die coole Bibi ist, die ich da im Internet sehe? Und die finde ich halt einfach so cool. Also wenn ich es zuspitzen würde, würde ich sagen, ich weiß auch nicht, warum ich diese Schuhe anhabe. Ich finde die ganz schön. Ja, ich habe mal eine Zeit lang, irgendwann habe ich mal in der FAZ, war ein Artikel über James Dean, der hat ein weißes T-Shirt getragen, das weiße T-Shirt, der Outlaw. Auf einmal fand ich weiße T-Shirts schön. Ist jetzt die FAZ quasi der Teufel sozusagen? Die haben auch nichts und die haben noch nicht mal Geld dafür bekommen, so dass sie das gesagt haben. Und ich habe das als im Endeffekt als Inspiration, als was aufgenommen. Und wie gesagt, natürlich, klar ist immer die Sorge, ab wann entsteht das, dass wir den Leuten zuschreiben, dass sie selbstverantwortlich entscheiden? Aber auch wieder, das hört quasi ja nicht mit 18 auf, wenn uns irgendjemand sagt, jetzt darfst du auch noch wählen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, die 80 sind, Wahlentscheidungen treffen, die nicht besonders reflektierter sind, als die ein 16-Jähriger trifft, der aber nicht wählen darf. Also da muss man, glaube ich, das ist so ein bisschen diese problematische Lage. Was ich aber sagen wollte, ist, ich fand das sehr spannend mit diesem, ne, man weiß nicht, was man tun will und so. Auch das wird heute sehr oft immer so als kritisch. Ne? Die Jugend weiß nicht, was sie werden soll. Man darf nicht vergessen, dass das ein gesellschaftliche, also man nennt das Baseline-Shift oder in Deutschland gibt es manchmal diesen Fahrschuleffekt. Also sozusagen die Gesellschaft verändert sich ja, während wir in ihr alt werden. Und ein Stück weit ist diese fluide Persönlichkeit, diese Persönlichkeit, die vielleicht irgendwie ein Jahr lang Veganer ist und dann wieder was anderes, irgendwie mal Metal hört und dann auf einmal Hip-Hop und auf einmal irgendwie links und rechts und das hin und her wechselt. Das ist, also unsere Persönlichkeiten spiegeln da gesellschaftliche Strukturen. Also auch die Gesellschaft wird ja dynamischer und unübersichtlicher. Und wir haben irgendwie zwischen Obama und Trump hat man das Gefühl, ganz Amerika hat auf einmal irgendwie eine 180-Grad-Wende gemacht. Ach nee, doch nicht, das wollten wir doch nicht. Wir wollen lieber das und laufen auf einmal in diese Richtung. Da würde ich sagen, das darf man nicht. Das wird auch in vielen wissenschaftlichen Sachen immer kritisch gesehen. Ne? Man nennt das dann außengelenkte Persönlichkeit oder sowas, weil man nur noch auf die anderen achtet. Aber das ist auch eine Anpassungsfähigkeit, die quasi alte Generationen in dem Sinne nicht hatten, die noch sozusagen, was man immer kennt, so diesen starren Wertekodex hatten, der aber dann nicht funktioniert, wenn zum Beispiel auf einmal neue Menschen, neue Jobs, neue Sachen auftauchen und man muss sich daran anpassen. Also was ist, wenn auf einmal jetzt neue Menschen zu uns kommen, die ganz andere kulturelle Vorstellungen haben? Natürlich können wir jetzt sozusagen auf unsere Meinung beharren und sagen, so ist es. Und damit meine ich jetzt nicht nur Migranten, sondern auch irgendwelche amerikanischen Startups oder chinesische Investoren. Ich würde aber gerne zurück zu den Medien kommen. Ja, ich höre auf. Und zwar würde ich eigentlich auch ganz gerne im Moment noch bei diesem Thema Werbung bleiben, weil das natürlich die große Kritik ist, die über Influencern immer schwebt. Das sind ja die magisch beeinflussen mit dieser Werbung. Die haben dann lauter gesponserte Posts und das machen sie zum Teil natürlich nicht mal transparent. Mhm. Und tatsächlich ist es auch so, dass es also Untersuchungen gibt, auch aktuelle Untersuchungen noch, die sagen, dass also ein Großteil der Produktplatzierung eben auf YouTube und vor allen Dingen bei Instagram unmarkiert stattfindet. Ist das nicht wiederum ein Problem? Also wenn ein Jugendlicher nicht weiß, also das Produkt, was mir jetzt Bibi, das Duschshampoo, was sie mir jetzt da in die Kamera hält oder wer auch immer, ist jetzt eben nicht wegen einer Werbung oder weil sie es wirklich gut findet und ich weiß einfach gar nicht, was da Phase ist als junger Mensch?
Ich wüsste gar nicht, welchen amerikanischen Film ich zuerst nennen soll, in dem Produktplatzierungen drin sind. Also das ist nichts Neues. Aber nur weil es bei der einen Sache vielleicht problematisch ist, heißt ja nicht, was bei der anderen nicht auch sein müsste. Ja, es wäre natürlich auch so, man sieht sofort, da hat Apple jetzt bezahlt, damit die da stattfinden. Und also jetzt bei Filmen und so weiter. Aber ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, es gibt so eine Studie, die es mal gab, so 40% der Kinder und Jugendlichen könnten nicht, würden nicht entdecken, dass das Werbung ist. Dann glaube ich, entweder es interessiert sie nicht und andererseits glaube ich, die sind nicht so doof. Ich glaube schon, dass sie das ganz gut abstrahieren können und ganz gut sehen können. Und sie gucken sich das hier an, weil sie gucken, sie suchen nach Orientierung, wie macht ein anderer etwas. Und sie, glaube ich, durchschauen schon, da wird jetzt gerade ein bestimmtes Produkt platziert. Und da kann man, glaube ich, auch so ein bisschen drauf vertrauen, dass die eben nicht so völlig unterbelichtet sind und jetzt sofort losstürmen, weil da irgendwie, die mag es auch geben, aber ich glaube, der Großteil ist, glaube ich, intelligent genug, das zu durchschauen. Denn es ist ja so ein Prozess, während man das guckt, guckt man ja nicht nur, um sich zu unterhalten, sondern es ist ja auch Orientierung. Und das heißt, da passiert ja auch ein bisschen was. Aber selbst wenn es mir als Jugendlicher vielleicht egal ist, also wie wäre das dann zu bewerten? Kann man ja auch sagen, vielleicht kommt da so eine Generation empor, die nicht mehr konsumkritisch ist, der das eigentlich egal ist oder vielleicht sogar die Influencer abfeiert wegen bestimmter Produkte. Also ich glaube schon, dass die Leute nicht doof werden, was Werbung angeht. Also zum einen, wenn bezahlte Werbung passiert, dann ist diese auch mittlerweile eigentlich durchgängig als Werbung gekennzeichnet. Das gibt immer mehr Regelungen, was das angeht. Das ist leider, ich glaube, jeder Influencer würde sich freuen, wenn das endlich ganz fest reguliert wäre, weil wir uns dann einfach daran halten können. Aber ich glaube auch, dass die Jugendlichen sofort durchschauen, wenn da eine unauthentische Werbung passiert ist. Also die sind nicht blöd, die kennen diese Influencer seit Jahren meistens und da gibt es den einen oder anderen Shitstorm, wenn jemand echt eine selten dämliche Produktplatzierung macht. Und das ist einfach so. Gibt es die von anderen YouTube-Creatern oder gibt es die dann von der Community? Gibt es beides. Also es gibt sowohl Creator, die sich dagegen auch aussprechen und sich darüber lustig machen, aber auch die Community, die ist schon sehr sensibel dafür. Also meine ist extrem sensibel, weil ich eben auch nicht so ganz junge Leute habe. Die kann ich sowieso nicht verarschen. Aber auch junge Leute, also die kennen die. Das ist nicht wie in einem Film, wo jemand eine Rolle spielt und dann irgendwie ein Getränk in die Kamera hält von Gatorade oder was weiß ich. Und das hat dann nichts mit der Person zu tun, sondern das sind Leute, die gewachsen sind über Jahre, denen man gefolgt ist. Und ich persönlich kann das nur von meiner Erfahrung sprechen, die Leute, die checken sowas. Also die sind wirklich nicht verblödet durch Social Media. Ich glaube eher sogar das Gegenteil. Ich würde gerne Steffi Lehfeld von der MABB mal kurz mit ins Boot holen. Wir haben hier einen Menschen, der ein Mikrofon in der Hand hält für solche Dinge. Sehr gut. Das ist der Brian. Brian kommt mit dem Mikrofon. Genau, Stefanie Lehfeld von der MABB. Einen kleinen Applaus. Wir haben einen neuen Gast. Also die MABB kümmert sich ja eben auch darum, also zu schauen, wie läuft das mit der Werbung bei YouTube unter anderem. Was macht ihr da für Erfahrungen? Also wir machen die ein bisschen andere Erfahrung, als du gerade gesagt hast, gerade im Bereich Mikroinfluencer, das heißt Leute, die noch gar nicht so viele Follower haben und vielleicht auch von heute auf morgen einen relativen Kick kriegen, weil sie vielleicht mal beim Bachelor-Kandidat waren oder irgendwo mal mitgespielt haben und jetzt da sozusagen einsteigen. Da bestehen doch sehr, sehr, sehr viele Leute, die gar nicht kennzeichnen. Und zwar eindeutige Fälle, wo es mit Rabattcodes zugeht und bestellt doch mal hier. Und da haben wir schon einige Fälle sozusagen, wo wir dann tätig werden. Also das ist jetzt nicht alles super doll gekennzeichnet. Nee. Bei den Großen merken wir das auch, aber bei den kleineren ist schon noch ziemlich viel Aufklärungsbedarf da. Passiert das aus Unwissenheit oder passiert das dann eher aus, ich teste mal die Grenzen, wie lange es halt so geht? Also das ist unterschiedlich. Ich habe manchmal Leute, die sagen, ich dachte, das wäre nur so eine Empfehlung. Dann habe ich Leute, die sagen, ich dachte, am Wochenende seht ihr das nicht, wenn ich das in der...
in der Insta-Story poste oder die sagen, also es gibt die unterschiedlichsten Ausreden, ja, oder sie sagen, ich dachte, ich muss es nur im Instagram-Feed kennzeichnen, aber eben nicht in der Story, solche Sachen. Also es ist teils, teils, würde ich sagen. Aber in der Regel haben wir super gute Erfahrungen damit, dass die Leute kooperieren und sie wollen in der Regel kennzeichnen. Sie wissen nur nicht so genau wie, weil es eben so viele Unsicherheiten momentan bei der Kennzeichnung gibt. Und das ist so unsere Erfahrung. Ist das vielleicht, vielen Dank, ist das vielleicht auch so die Aufgabe für Medien? Also du hast es ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass da eigentlich noch viel bessere Möglichkeiten geschaffen werden müssen, Richtlinien geschaffen werden müssen, damit also Menschen, die sich im Internet bewegen, und das meint ja nicht nur die Influencer, dann, die vielleicht irgendwie eine 500.000 Follower haben, wissen, wie sie Produkte und Werbung klar kennzeichnen können? Also ich persönlich, ich kenne diese Fälle, tatsächlich, das habe ich gerade ein bisschen verdrängt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind genau diese Kandidaten, da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, weil mich das persönlich natürlich ultra aufregt, weil ich kennzeichne das als Werbung. Ich sage den Leuten, hier, ich habe Geld dafür bekommen, und dann machen das andere für irgendein blödes Tee, und ich denke mir nur so, okay, das ist alles nicht gekennzeichnet, und natürlich regt mich sowas auf. Warum genau regt dich das aber auf? Weil ich... weil ich versuche, mit gutem Beispiel heranzugehen. Ich versuche, ehrlich und authentisch zu sein. Und ich sehe, wie jemand anderes mit so einem Quatsch einfach durchkommt. Aber andererseits muss ich auch sagen, es regt mich nur ganz kurz auf, weil ich glaube, wenn man langfristig erfolgreich in dem Business sein möchte, dann setzt sich das eine mehr durch als das andere. Aber auch zur Kennzeichnung nochmal. Es gab jetzt, glaube ich, irgendwie erst vor einer Woche oder so ein Urteil, wo eine Bloggerin... Das war sogar in dieser Woche. Diese Woche sogar, ja. Die wurde angeklagt, weil sie Marken getaggt hat auf ihren Bildern. Und das mache ich auch, deshalb mache ich jetzt nicht mehr. Nicht, weil ich bezahlt wurde, weil ich die Produkte selber gekauft habe. Die Leute fragen dann 300 Mal, Mirella, wo hast du den Rock her? Deswegen ist dieser Rock verlinkt. Und das ist nicht als Werbung gekennzeichnet. Wenn man auf diesen Link klickt, dann kommt man natürlich zu diesem Shop. Aber ich habe dafür kein Geld bekommen, und es gibt keinen Leitfaden, wo steht, du musst das als Werbung kennzeichnen. Und das sind einfach so schwierige Themen. Oder wenn ich einen Ort vertagge, ich war in dem Café essen, weil mich die Leute fragen, Mirella, wo gibt es in Barcelona ein leckeres veganes Café, wo ich hingehen kann? Ich kann nicht 300 Leuten per Direktnachricht antworten, wo sie hingehen sollen, sondern ich vertagge das, und die Leute können hingehen, wenn sie da sind. Ich habe das Essen selber bezahlt, keiner kennt mich in Barcelona. Aber dafür kann man jetzt abgemahnt werden. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, woher soll ich das wissen? Also da komme ich auch an meine Grenzen der Medienkompetenz, weil ich will es richtig machen, und ich will natürlich nicht abgemahnt werden. Ich will mir diesen Stress sparen, aber ich weiß es auch einfach nicht besser. Wenn du jetzt aber auch sagst, ist dir halt wichtig, authentisch zu sein, deswegen, also vertagst du alles so weit möglich. Nicht mehr. Genau. Wenn es Werbung ist und bist da transparent, dann heißt es ja aber auch, wenn ich das eben nicht mache, dann bin ich nicht authentisch. Also schwingt ja für mich da doch wieder so ein bisschen bei, dass da dann doch eine Beeinflussung dem Ganzen zugrunde liegen könnte. Also wenn man sozusagen irgendwo ein Produkt zwischendrin reinmauschelt oder nicht. Klar, also ich glaube, der Name Influencer kommt nicht von irgendwo her, aber ich sage auch manchmal spaßhalber zu meinen Freunden, du bist richtiger Influencer, weil ich mir die gleiche Hose wie du gekauft habe. Also ich denke, das ist einfach... man wird beeinflusst ständig und überall. Werbung ist überall zu sehen, ob man die jetzt so wahrnimmt als solche oder nicht. Ich glaube, dem kann man nicht aus dem Weg gehen. Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt, der vielleicht also in eine ähnliche Richtung zielt, zu sprechen kommen, aber vielleicht eine andere Tragweite hat. Und zwar, wenn Influencer für die Politik arbeiten. Gerade jetzt, vor 2 Tagen, glaube ich, war es, kam eine Recherche raus, die Motherboard gemacht hat, wo es darum ging, wie viel Geld die Bundesregierung eigentlich ausgibt für, also zum einen Social-Media-Kampagnen, aber auch in dem Zusammenhang halt für Influencer. Das sind ganz erstaunliche Summen, die da zum Teil geflossen sind. Und auch da kam raus, dass also zum Teil diese Posts nicht sonderlich gut gekennzeichnet waren. Wie seht ihr das in dem Zusammenhang, wenn also ein politischer Akteur sich einschaltet und dann eben ein Influencer auf YouTube oder Instagram ein paar flotte Inhalte für die völlig wahllos jetzt SPD verbreitet? Also ich würde wiederholen, für mich ist das dasselbe wie beim Konsum. Also quasi, das
das ist ein Angebot, mit dem man quasi irgendwie umgehen kann. Und ich glaube, dass das, was du auch angesprochen hast, das sind natürlich viele Regulationssachen, ne? Also wo Leute bestimmen, dass das reguliert wird. Aber ähnlich wie vielleicht bei Zigarettenwarnhinweisen ist die Frage, wie groß eigentlich der Effekt dessen ist, wenn jemand ausweist, das ist ein promoteder Post und das nicht. Etwas kritisch würde ich vielleicht fragen, wenn jemand dann das kauft, ob er das weiß, dass es eine Produktplatzierung ist oder nicht. Oder wenn jemand was wählt und ob er weiß, dass er dabei beeinflusst oder nicht und sich dabei gut fühlt. Rein phänomenologisch gesehen, also wenn das der Person und die Person dann sagt, ich finde es klasse, Bibis Haarshampoo ist super, ich habe das jetzt seitdem immer. Ist Bibis Haarshampoo dasselbe wie, ich habe jetzt hier, Kampagne der Bundeswehr gesehen und dann hat der YouTuber das abgefeiert, dass das cool ist. Ja, ich seh da drin wirklich eine, also das hat jetzt mit meiner wissenschaftstheoretischen Position zu tun. Ich sehe da eine große Gefahr drin, dass man dann immer sozusagen so es gibt Menschen, die sind auch Idioten und die haben in ihrem Kopf idiotische Ideen. Die werden jetzt nicht, weil die auf Facebook dann sehen, dass irgendeiner ihnen erzählt, dass irgendwelche Ausländer wieder Scheiße bauen, jetzt endlich sagen, endlich. Nein, die idiotische Idee ist natürlich irgendwo ein Stück weit schon da, vielleicht auch ein Gefühl. Also ich will das gar nicht als idiotische Idee abtun, sondern man muss da verstehen, wie bei der Werbung auch, da gehen affektive Momente einher. Ich fühle, das ist geil oder das ist scheiße oder das ist gut, das ist schlecht. Und natürlich auch kulturelle Normierungen im Konsumbereich wie in der Politik, die dann zu was führen. Und dann sozusagen, dann kann es, wenn man selber, das gibt ja auch Studien dazu, wenn man auf der Kippe ist, ja, also wenn man denkt so, dann kann das einen Einfluss haben. Aber das ist, also er ist geringer, als man sozusagen denkt. Also die meisten Studien, ich finde das immer, das klingt so ein bisschen doof, aber auch so muss man sagen, viele Dinge weisen darauf hin, dass der Einfluss ist geringer, als man denkt und er ist vor allen Dingen in Dingen, wo es den Leuten vielleicht egal ist. Ja? Und dann lassen sie sich vielleicht eher von dem catchen, was mehr durch ihren Facebook-Feed passiert. Aber das passiert genauso, wie wenn ich quasi meine Kollegen frage, was die wählen, was die tun und dann mich daran orientiere. Und das kontrolliert keiner und sagt, ich weiß nicht, wer meiner Freunde oder Kollegen Parteibücher hat oder irgendwelche Sachen, aber die reden ja auch mit mir, ohne dass sie sozusagen einen Disclaimer unten haben und sagen, Achtung, wenn du mit mir redest, bekommst du linke, mittellinke Positionen. Aber inwiefern brauchen wir dann überhaupt eine Kennzeichnungspflicht? Inwiefern brauchen wir eine Regulierung? Wenn das also alles letztlich obsolet ist, ja, braucht man dann sowas? Also muss jetzt Stefanie Lehfeld von der MABB immer noch suchen nach nicht gedeckten Posts, die so eigentlich nicht sein sollten? Oder brauchen wir das alles nicht? Ich bin momentan von dieser neuen Datenschutzverordnung noch sehr schwer geschädigt, dass ich nicht so sicher bin, wie ich da antworten möchte, weil ich das Gefühl habe, dass wir gerade in so eine Richtung wandern, jetzt aber nicht in dem speziellen Themenbereich, weil ich mich da auch zugegebenermaßen mit getaggten Instagram-Sachen nicht so auskenne, wo ich das Gefühl habe, wir verwandeln das Internet in so eine Art bürokratische DDR. Und keiner weiß, was zu tun ist. Und das habe ich jetzt auch rausgehört. Ich würde es gerne richtig machen. Ich weiß gar nicht, wie es richtig geht. Da würde ich mir mal wünschen, dass wenn man irgendwelche neuen Gesetze macht, dass man dann aber auch das auch mit einer Klarheit versucht, der Bevölkerung, für die man die Gesetze erlassen hat, darzustellen, damit man weiß, was man machen muss. Also gerade diese neue Datenschutzverordnung finde ich so ein gutes Beispiel, weil sie einfach zeigt, egal mit wem man telefoniert hat, hat niemand gesagt, geil, unsere Daten werden endlich geschützt. Da haben alle gesagt, was sollen wir jetzt machen? Oder man fragt zwei Anwälte und kriegt drei Antworten. Und viele Vereine, muss ich auch nicht erzählen, weiß ja jeder, schließen jetzt ihre Webseiten vor lauter Angst, dass irgendwie ein Abmahnanwalt kommt. Also insofern, wenn schon irgendwas Gesetzliches gemacht wird, würde ich mir eine größere Transparenz und eine gute Umsetzbarkeit wünschen, die nachvollziehbar ist. Und dann können wir weiter darüber reden. Und nochmal bei der Politik, ich bin gar nicht so sicher, was ein Influencer, der sich für eine Partei einsetzt, bewirkt. Mich erschreckt vielmehr warum eigentlich Regierungen nichts gegen Big Data unternehmen, weil sie natürlich selbst davon profitieren. Und das sind natürlich Sachen, die sehen, also Influencer können wir sehen. Aber was so mit Big Data funktioniert, das können wir halt überhaupt nicht sehen. Und das macht mir persönlich dann mehr Angst, als wenn sich jemand hinstellt. Das sprechen wir dann beim nächsten Sommerforum. Genau. Mirella, vielleicht noch kurz von dir. Was glaubst du, Regulierung? Brauchen wir da eigentlich mehr? Brauchen wir noch mehr Kennzeichnungen? Weil also eigentlich von beiden Stellen hört es sich eher so an wie, nee, die Jugendlichen, die kriegen das schon ganz gut hin. Brauchen wir gar nicht so sehr. Also ich persönlich finde es schon wichtig, dass man gewisse Regulierungen hat. Ich glaube, wir sollten uns nicht in 1000 verschiedene Begriffe
aufspalten, weil dann bringt keiner mehr durch, was jetzt was bedeutet. Ich glaube, wenn etwas als Werbung gekennzeichnet ist, dann heißt es, da ist Geld geflossen. Wenn es als PR-Sample getaggt ist, dann ist es, ich habe was umsonst zur Verfügung gestellt bekommen. Unterstützt durch Produktplatzierung ist, dass Sachen im Video redaktionell eingebunden sind. Das sind für mich die drei großen Dinge, die eigentlich alles abdecken. Aber anscheinend nicht, weil jetzt gibt es seit neuestem Werbung wegen Markennennung. Was das bedeutet, weiß ich auch nicht so genau. Okay, also eigentlich können wir so ein bisschen festhalten, die Influencer, die sind gar nicht so böse, wie vielleicht manchmal ihr Ruf ist. Sie können gar nicht so sehr magisch beeinflussen, wie das eigentlich immer so dargestellt wird. Auch wenn sie ganz, ganz viele Follower haben, nur weil da irgendwo ein Produkt verteckt ist, dann ist das eigentlich alles halb so wild. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ui. Die Fliegen fragen immer an Paul Eisewicht. Na nö, ich habe das ja auch eher zu. Also ich stelle mir schon die Frage, wo da die Grenzen sind, ne? Auch was Hands-on-Sachen angeht oder eben sozusagen, wenn man das dereguliert. Ich glaube halt nur, es gibt wahrscheinlich andere Orte. Also wir hatten es ganz am Anfang, was auch immer Medienkompetenz, da müssen wir noch lange drüber reden eigentlich, was das bedeutet. Aber da drin zu investieren, ist, glaube ich, sinnvoller als in die Regulatorien, weil auch da sozusagen die Frage ist, kann ein Nutzer unterscheiden, wenn da jetzt steht, das hier ist ein Post mit Markennennung wegen des oder wegen PR-Sample, weiß der überhaupt, was das ist oder denkt der, okay, das ist alles Werbung und das ist keine Werbung oder ich habe keine Ahnung mehr. Klären wir auf jeden Fall dann auch im nächsten Sommerforum Medienkompetenz. Nein, wir haben auch noch die Gelegenheit, das auf jeden Fall später zu vertiefen. Da drüben nämlich, wenn es ein paar Getränke und ein paar Snacks gibt. Wir sind leider schon am Ende der Diskussion für diesen Moment angelangt. Es geht aber in 15 Minuten hier gleich weiter mit dem Mediuspreis. Da wollen wir nochmal hervorragende Abschlussarbeiten prämieren. Vielen Dank also an Mirella, vielen Dank an Thomas Feibel und vielen Dank auch an Paul Eisewicht. Schön, dass ihr da wart. Danke.